Ja, und an dieser Stelle geben wir zurück in den Bundestag. Dort läuft die Debatte. Ich gebe zurück nach Berlin. Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Und der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ruft jetzt auf die Aktuelle Stunde, die beantragt worden ist für heute. Die CDU-CSU-Fraktion hat das auf die Tagesordnung setzen lassen und hat ihrer Aktuellen Stunde den Titel gegeben: Standort Deutschland in Gefahr, jetzt Wachstum stärken und Preissteigerungen wirksam bekämpfen. Ja, Fachkräftemangel, im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, eine hohe Inflation, viel Bürokratie. Die Wirtschaft klagt über viele Probleme. Wirtschaftsverbände beispielsweise wie der DIHK fordern mehr Wachstumsimpulse von der Politik, zum Beispiel steuerlicher Art. Jetzt werden wir mal hören, wie die Abgeordneten hier, wie gesagt, auf Verlangen der Unionsfraktion darüber debattieren werden. Erster Redner jetzt der Fraktionsvorsitzende der Union, Friedrich Merz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir in den letzten Tagen und Wochen Nachrichten gesehen und gehört haben, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland deutlich verschlechtert. Ich will das an einigen wenigen Zahlen deutlich machen. Wir haben im Jahr 2022 135 Milliarden Euro Kapitalabfluss aus Deutschland gehabt. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Wir haben im ersten Halbjahr 2023 8.400 Unternehmensinsolvenzen gehabt. Das sind 16% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und wir haben, Herr Habeck, das erste Mal im Sommer eine signifikante Steigerung der Arbeitslosigkeit. 192.000 Menschen sind allein im Juni 2023 mehr arbeitslos gewesen als im Vorjahr Juni 2022. Das ist Ihre wirtschaftspolitische Bilanz der letzten Monate. Wir müssen uns heute über die Frage miteinander unterhalten, wohin wir denn in der Bundesrepublik Deutschland wollen, welches Ziel wir denn erreichen wollen, wenn wir jetzt in eine so schwierige Phase auch einer Transformation hin zur Klimaneutralität gehen. Die erste Frage ist, Herr Habeck, an Sie und die Bundesregierung gerichtet. Sind wir uns eigentlich noch einig darüber, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass die Volkswirtschaft unseres Landes ein Industrieland bleiben muss? Wenn man Ihre Politik sieht, bekommt man daran täglich größere Zweifel. Sind wir uns eigentlich einig in der Beantwortung der Frage, dass wir das Ganze, was wir jetzt vor uns haben, nur mit einem durchgreifenden wirtschaftlichen Wachstum erreichen? Herr Habeck, die Bundesrepublik Deutschland fällt in Ihrer Verantwortung auf einen der letzten Plätze in der Eurozone, auf einen der letzten Plätze in der OECD zurück. Wir drohen mittlerweile wieder zum kranken Mann Europas zu werden. Und das hat nichts mit den Vorgängerregierungen zu tun. Das hat etwas mit Ihrer Wirtschaftspolitik zu tun, sofern überhaupt vorhanden. Und darunter leidet die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, dieser Volkswirtschaft. Das Wort Wettbewerbsfähigkeit kommt ja in Ihren Reden so gut wie nie vor. Sie reden als Bundeswirtschaftsminister fast ausschließlich über den Klimawandel. Das Ergebnis ist, dass wir in den letzten 18 Monaten hier von Ihnen eine ganze Reihe von völlig verkorksten Energie- und Klimagesetzen vorgelegt bekommen haben. Sie haben so gut wie nichts getan, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft national und international zu steigern. Nun werden Sie zu Recht fragen, wie kommt man da raus aus dieser Lage? Und ich will Ihnen einen konkreten Punkt sagen. Eine der größten Belastungen der deutschen Wirtschaft, und zwar nicht nur der Wirtschaft, sondern der Arbeitsplätze, der Unternehmer und der Unternehmen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, ist die immer weiter überbordende Bürokratie unseres Landes. Der Nationale Kontrollrat, der überwacht die Bürokratie, hat mittlerweile festgestellt, dass wir 17 Milliarden Euro Bürokratiekosten in diesem Land pro Jahr haben. 17 Milliarden. Ja, und zu dieser Bilanz will ich Ihnen genau etwas sagen. Alleine diese Bürokratiekosten sind im letzten Jahr um 720 Millionen Euro gestiegen. Und diese Woche, die wir jetzt hier vor uns haben, noch nicht eingerechnet, allein im ersten Halbjahr 2023
steigen die Bürokratiekosten in Deutschland noch einmal um 570 Millionen. Und da ist diese Woche mit Ihrem Gebäudeenergiegesetz noch gar nicht eingerechnet. Das werden noch mal zweistellige Millionenbeträge sein, die das zusätzlich an Bürokratie kostet. Und welchen Irrsinn wir in diesem Land machen und den Sie zu verantworten haben, das will ich Ihnen in einem konkreten Beispiel sagen. Wenn ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie in Deutschland ein neues Medikament auf den Markt bringen will, und die pharmazeutische Industrie ist ein Teil unserer Volkswirtschaft, der zum schnellst wachsenden Teil unserer Volkswirtschaft zählt, nämlich der gesamte Bereich der Gesundheitsversorgung. Wenn ein solches Unternehmen eine klinische Studie in Deutschland durchführen will, dann braucht dieses Unternehmen sage und schreibe 54 Stellungnahmen von Ethikkommissionen und 17 Zustimmungen von Datenschutzbeauftragten. 17 Datenschutzbeauftragte und 54 Ethikkommissionen reden in diesem Lande mit, wenn wir in diesem Land eine Innovation im Bereich der pharmazeutischen Industrie haben wollen. Glauben Sie im Ernst, dass die Unternehmen angesichts einer solchen bürokratischen Last noch in Deutschland bleiben? Wundert es Sie, dass ein Unternehmen wie BioNTech mittlerweile seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union, nämlich nach Großbritannien, verlegt hat? Das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeswirtschaftsminister, dass dies in Deutschland so stattfindet. Und deswegen will ich Ihnen hier deutlich sagen, wir haben Vorschläge gemacht, gerade was das ganze Thema Bürokratie bedeutet. Wir haben Vorschläge gemacht bis hin zum Bereich der Digitalisierung unserer Volkswirtschaft. Wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht zu einer digitalen Plattform etwa der Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Wir machen diese Vorschläge immer wieder. Aber das Ergebnis Ihrer Regierung und dieser Mehrheit hier im Parlament, Sie haben alle diese Vorschläge abgelehnt. Das ist Ihr gutes Recht. Aber das Ergebnis der Lage unseres Landes, der Lage dieser Volkswirtschaft, der Lage der Arbeitsplätze in Deutschland, der Lage der Unternehmen, das Ergebnis geht dann auch alleine nach Hause. Sehr scharfe Kritik hier zum Auftakt dieser Aktuellen Stunde vom CDU-CSU-Fraktionschef von Friedrich Merz, auch Richtung Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, der hier auf der Regierungsbank sitzt und dieser Aktuellen Stunde zuhört. Jetzt hören wir weiter, auch vor allem auf den nächsten Redner, das ist Bernd Westphal für die SPD, den wirtschaftspolitischen Sprecher. Ein Bild, was mit der Realität nichts zu tun hat. Ich kann Ihnen nur sagen, Ich kann Ihnen nur sagen, wir, also nicht mit Ihnen, aber mit der Fraktion waren wir mal zusammen in der Regierungsverantwortung. Und wir hatten eine der schwersten Corona-Pandemien zu bewältigen und haben Krisenmanagement gemacht. Und diese Regierung hat nach dem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine mit ihrer Politik dafür gesorgt, dass wir keine Gasmangellage haben, dass wir Energieversorgung sichergestellt haben, dass wir LNG-Terminals gebaut haben, dass wir Energiepreisbremsen auf den Weg gebracht haben. Das war Krisenmanagement, was diesen Wirtschaftsstandort erst stabilisiert hat. Und das wahrscheinlich ist nicht das Bild, was Sie hier zeigen. Natürlich gibt es enorme Herausforderungen, und da brauchen wir kein altes Design der Auseinandersetzung, sondern sollten, und da glaube ich, sind wir uns in den Zielen einig, zusammenarbeiten, wie die langen Linien der Transformation zu gestalten sind. Und das ist eine enorme Herausforderung für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen in unserem Land. Und deshalb sind wir dabei, mit einer Energieversorgung auf den Weg zu bringen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, für Investitionen in Deutschland, für ein innovationsfreundliches Umfeld, wo wir genau den Ausbau der erneuerbaren Energien nach vorne treiben. Das wird die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes steigern, führt übrigens auch dazu, dass wir die größte Ansiedlung, die wir mit Intel jetzt in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, jeweils in Deutschland hier an dem Standort hatten, mit über 30 Milliarden Ansiedlung einer modernen Produktion von Halbleitern, die zukünftig notwendig ist, um Digitalisierung und andere Dinge nach vorne zu bringen. Und das ist gelungen. So schlecht kann der Standort Deutschland in dem Bezug ja nicht sein. Fläche, erneuerbare Energien und Fachkräfte stehen zur Verfügung, um genau diese Technologien an diesem Standort anzusiedeln. Ja, Herr Brandner, Fachkräftemangel. Ich kann Ihnen sagen, ich habe hier vor ein paar Jahren mal eine Rede gehalten, da habe ich genau auf dieses Problem hingewiesen, weil wir eine demografische Entwicklung haben, wo wir Fachkräfte brauchen. Und genau das Problem wird jetzt sehr konkret in den Unternehmen. Wenn man sich mit Unternehmen unterhält, ist das das erste Problem. Fachkräfte, Arbeitskräfte, die wir brauchen. Es sind Umsätze, die nicht realisiert werden können, weil genau diese Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen. Da habe ich hier an diesem Rednerpult vor 5, 6 Jahren gestanden. Da saß auf Ihrem Platz noch Herr Kauder. Da habe ich gesagt, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte. Da hat er gesagt, wir brauchen ein Auswanderungsgesetz. Wenn Sie das mal heute sehen, was wir auf den Weg gebracht haben in dieser Regierung
eines der modernsten Fachkräftezuwanderungsgesetze. Das wird dafür sorgen, dass der Standort Deutschland an Attraktivität gewinnt. Nicht, wenn Sie ihn hier schlecht reden, hier vorne von diesem Rednerpult. Das wird überhaupt gar kein Problem lösen. Ein weiterer Punkt. Sie haben ja 5 Minuten Problembeschreibung gemacht, nicht ein Argument, nicht ein klares. Sie haben gesagt, wir haben Vorschläge gemacht, aber hier an dem Rednerpult hat Herr Merz nicht einen Vorschlag unterbreitet. Ja, wenn man in Regierungsverantwortung ist, muss man mehr kennen als Kirschen essen, als sich nur hier hinzustellen. Frau Klöckner, Sie waren heute Morgen im Wirtschaftsausschuss gar nicht da, als wir diesen Punkt beraten haben. Sie haben aber vorhin dem Bundeskanzler zugehört, der ganz klar aufgezeichnet hat, wie dieser Standort modernisiert wird. Und ich kann mich ja an die quälenden Arbeitsgruppen mit der Union erinnern, wie es darum ging, diesen Standort zu modernisieren, was Verfügbarkeit an erneuerbaren Energien angeht. Jetzt sind die Fesseln gelöst. Wenn Sie sich die erste Ausschreibungsrunde für Wind offshore angucken, sind die Angebote mit 0 Cent dort, die wir sehen. Das heißt, Unternehmer, Investoren gehen hin, bauen Wind-Offshore-Anlagen zu 0 Cent Unterstützung. Und in der zweiten Runde wird es sogar dazu kommen, dass man Geld bezahlt, um dort das zu realisieren. Das sind attraktive Rahmenbedingungen, die diese Bundesregierung schafft. Und es wird dazu führen, dass wir das große Problem Transformation und Klimaneutralität erreichen. Das hat was mit dem Angebot von erneuerbaren Energien zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir eine Infrastruktur aufbauen, dass wir Wasserstoff transportieren können in diesem Land. Umwidmung von bestehenden Erdgasleitungen, aber auch Neubau, gleichzeitig Aufbau von Elektrolysekapazitäten. Das sind alles die Rahmenbedingungen, die zur Modernisierung einer Wirtschaft dazugehören. Gleichzeitig eine große Aktion von Zuwanderung, aber auch Aus- und Weiterbildung. Genau das wird in Zukunft ausschlaggebend sein für ein modernes Wirtschaftsindustrieland. Und das wollen wir bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Westphal. Da sagt Bernd Westphal hier für die Sozialdemokraten. Nächster Redner kommt von der AfD-Fraktion. Das wird live Erik Holm sein. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Glauben ist nach wie vor sehr groß hier im Hause, merke ich bei der Ampelfraktion. Ich will Ihnen mal eine Zahl sagen. Fast 900.000 Deutsche sind im letzten Jahr aus der Kirche ausgetreten. Aber Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck, Sie glauben weiter feste an die ökosozialistische Transformation, an das Wirtschaftswunder. Das hat heute auch noch mal die Kanzlerbefragung gezeigt. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dieser Weg führt weg von Wohlstand und sicherer Energie hin zu einem Land, das sich vor lauter Ideologie blind und arm macht, sich dabei aber moralisch überlegen fühlt. Wir halten das für einen Weg zurück in die Steinzeit, und das müssen wir verhindern. Und die Zahlen belegen das. Deutschland steht am Abgrund. Rezession, Inflation, 200.000 Arbeitslose mehr. Firmen wandern ab, weil der Standort Deutschland immer unattraktiver wird. Laut OECD ist unser Land wirtschaftliches Schlusslicht der großen Industrieländer. Noch nie ist so viel Kapital aus Deutschland abgeflossen. Das Wirtschaftsinstitut IW sieht darin ein Warnsignal, dass Deutschland immer unattraktiver wird. Es gibt immer weniger Innovationen, ein Zerbröseln der Infrastruktur, dafür Überregulierung und überbordende Bürokratie und jetzt eben auch noch die höchsten Energiepreise dank der dümmsten Energiepolitik der Welt. Man muss sich das ja mal vorstellen. In der Ukraine sollen die Kernkraftwerke laut Herrn Habeck ruhig weiterlaufen. In Deutschland mussten die sichersten und effizientesten Meiler der Welt schnellstens abgeschaltet werden. Das kann man doch keinem normalen Menschen mehr erklären. So kann man doch ein Industrieland nicht in die Zukunft führen. Aber jetzt wird ja alles gut mit der befohlenen Wärmepumpe, die natürlich auch Strom braucht. Die Wahrheit ist, die Wärmepumpe ist in Deutschland eine Kohleheizung. Das eingesparte Öl und Gas, was dann nicht mehr gebraucht wird, wird dann wiederum nach anderswo verkauft und dort verbrannt. Und mit den E-Autos ist es auch nicht anders. Die E-Autos sind Kohleautos in Deutschland, weil der Strom natürlich aus Kohlekraftwerken aktuell kommt. Und was ist mit dem Öl, das auch hier eingespart wird? Das wird natürlich anderswo verbrannt. Das ist so gaga, dass man das eigentlich für einen Witz halten sollte. Aber in Deutschland ist es eben der real existierende Irrsinn, und dieser muss dringend beendet werden. Eigentlich ist die Sache einfach. Schauen Sie nach Frankreich. Die Kernkraftwerke erzeugen so viel Strom ohne CO2-Emissionen. Da können die Franzosen auch noch locker mit Strom heizen. Er ist halt günstig genug. Sie können auch Elektroautos fahren. Strom ist genug da.
Man merkt es also eigentlich, wenn man will. Andere Länder sind offensichtlich schlauer als wir. Und das zeigt sich auch in der IW-Studie zu den Investitionen. Das Kapital flieht aus Deutschland und investiert wird unter anderem massiv in Frankreich. Und das ist ja auch völlig klar. Es ist eben die Geisterfahrer-Energiepolitik der Ampel, die Unternehmen und Investitionen ins Ausland treibt. Und das gefährdet den Wohlstand unseres Landes. Auch der BDI-Chef Russwurm warnt vor der Illusion, die Energiewende könne die Keimzelle eines neuen Wirtschaftswunders werden. Deutlicher kann man es nicht sagen. Deutschlands Problem ist vor allem anderen die völlig verkorkste Energiepolitik. Und wenn Sie dieses tote Pferd weiterreiten wollen, dann wird Deutschland den Anschluss verlieren. Und die Zahlen zeigen das sehr eindrücklich. Und gleichzeitig bleiben wir in der Inflation gefangen. Bei Nahrungsmitteln sind wir immer noch bei sehr hohen 14%. Und wie, bitteschön, sollen das die Bürger bezahlen, die ohnehin wenig in der Tasche haben und jetzt noch weniger Kaufkraft in der Tasche haben, weil auch die Lohnerhöhungen ja nicht nachkommen. Sie gleichen die Teuerung nicht aus. Kein Wunder, dass derzeit auch der Konsum deutlich schwächelt. Was ist also zu tun als Staat, um aus dieser Falle zu kommen? Es ist eigentlich klar. Wir müssen zuallererst zurück zu einer zukunftsfesten Energieversorgung. Wir brauchen sichere und bezahlbare Energie. Und wir müssen darüber hinaus eben die entsprechenden Wachstumsimpulse setzen. Nicht über Subventionen und Förderungen, wie es jetzt bei der Wärmepumpe dann wieder angedacht ist, sondern über weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren in allen Bereichen im Übrigen, nicht nur bei Windanlagen, sondern überall und über eine konsequente Modernisierung der Infrastruktur. Und Ihr gesamter Energiemurks, der funktioniert nicht. Und deshalb muss der dringend weg. Er verschlingt Milliarden und regiert bis in jeden kleinen Haushalt hinein. Es wird ja immer schlimmer. Mit jedem Gesetz wird es immer schlimmer. Das erlebt doch jeder, das sieht doch jeder, was alles geplant ist. Und das ist übergriffig und das ist mit uns nicht zu machen. Ja, es braucht ein neues Wirtschaftswunder. Das ist wirklich wichtig. Und Wunder sind möglich, wenn man sich nur richtig entscheidet. Liebe Bürger, an dieser Stelle schöne Grüße nach Sonneberg. Vielen Dank, Herr Kollege Holm. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Dr. Sandra Detzer, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrter Präsident, meine lieben Damen und Herren! EY, die Beratung Ernst & Young, hat Deutschland jetzt in einer Studie im Mai 2023 zum attraktivsten Wirtschaftsstandort der Europäischen Union erklärt. Das ist ein gutes Zeugnis nach einem Jahr harter Krisenbewältigung, nach einem Jahr, wo wir die Folgen des russischen Angriffskriegs in Deutschland abgefedert haben und wo wir massiv mit Unternehmen, mit Beschäftigten, mit der gesamten Bundesregierung damit beschäftigt waren, Putin eben nicht das zu geben, was er will, nämlich die Schwäche der deutschen Wirtschaft. Das ist gelungen und es ist Verdienst vieler in diesem Land. Herzlichen Dank dafür. Und Herr Merz, man kann natürlich ein bisschen das kleine Karo zeichnen, das ist richtig. Denn diese Frage der Herausforderung, die wir haben, die mache ich Ihnen gar nicht streitig. Es ist völlig klar, dass wir über vieles noch zu sprechen haben und dass wir noch viele Aufgaben vor uns haben. Aber es nutzt überhaupt nichts in dieser Debatte, kleiner zu denken, als die Herausforderungen sind. Und zwei Herausforderungen sind da das Zentrale. Es geht um konkrete Standortpolitik und es geht um Resilienz dieser Volkswirtschaft. Was hat uns denn im letzten Jahr so viele Schwierigkeiten da gemacht? Genau, dass die Resilienz nicht da war, dass sie die Abhängigkeit vom russischen Gas unbeschaut zugelassen haben, dass sie zugelassen haben, dass ein starker Industriestandort Deutschland, der wir bleiben wollen und der wir sein werden in der Zukunft, dass der ausgeliefert worden ist den geopolitischen Streitigkeiten. Und das darf uns nie wieder passieren in diesem Land, liebe Damen und Herren. Ich möchte aber einsteigen mit den konkreten Standortfaktoren, die wir verbessern können. Wir haben in der letzten Woche hier an dieser Stelle ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, das endlich, und der Kollege hat es angesprochen, endlich dafür sorgt, dass mit die größte Stellschraube, die momentan UnternehmerInnen unter den Nägeln brennt, angegangen wird, nämlich die Fachkräfteeinwanderung. Wir haben da jetzt neueste Zahlen, Mittelstandsforschungsinstitut, ganz klar immer wieder von den UnternehmerInnen gesagt bekommen, lasst uns doch gerade die Zugewanderten, die wir ausgebildet haben, die wir in unseren Betrieben haben, lasst uns die behalten dürfen. Und genau das stellen wir jetzt sicher. Und das ist wichtig und das ist ein wichtiger Erfolg für den Industriestandort auch der Ampel in diesem Land.
bezahlbare, saubere Energien. Nur zwei Zahlen. Momentan haben Dänemark und Deutschland die günstigsten Strompreise europaweit. Das ist die Richtung, 30% Zubau Erneuerbare seit dem letzten Jahr. Die Erneuerbaren sind sicher, sie sind bezahlbar und sie werden den Industriestandort in Zukunft auch mit sicherstellen. Dritter Punkt, Grundstoffindustrie. Ganz wichtig für unsere Wertschöpfungsketten am Industriestandort. Auch da mit den Carbon Contracts for Difference, mit dem Betriebsstättenprivileg, jetzt hoffentlich bald mit dem Industriestrompreis. Das sind die zentralen Stellschrauben, mit denen wir sicherstellen, dass eben auch in Zukunft Stahl, Zement, Aluminium in Deutschland produzieren kann und in Europa eine Heimat hat. Und auch da ist die Ampel endlich vorangekommen, im Gegensatz zu dem, was jahrelang eben liegen gelassen wurde. Und last but not least, die starke europäische Industriepolitik. Wir sind ja in Deutschland keine Insel. Wir wollen gemeinsam mit unseren europäischen PartnerInnen dafür sorgen, dass wir als Standort attraktiv sind. Und da hat Ursula von der Leyen fantastische Vorschläge gemacht. Da sind wir mitten in der Debatte in Europa, mit dem Green Deal, mit dem Industrieplan, mit dem Raw Materials Act jetzt auch gerade wieder. Und was tut Manfred Weber? Er macht bei jeder Gelegenheit hintenrum von der Leyen Vorschläge kaputt. Er destabilisiert diese Vorschläge. Sie tragen ihre innenpolitischen Diskussionen aus auf dem Rücken Europas und machen es der Präsidentin der Europäischen Kommission schwerer, massiv nach vorne zu gehen. Ich finde, das sollten Sie lassen, Herr Merz. Schalten Sie sich ein. Unterstützen Sie von der Leyen. Letzter Punkt an dieser Stelle. Wir hatten gestern zu lesen, dass China die Ausfuhr von Gallium und Germanium, beides zentrale Rohstoffe für die Industrieproduktion, gedrosselt hat, dass es neue Exportbeschränkungen gibt. Ein ganz zentraler Teil der Frage Resilienz in Zukunft, die Rohstoffversorgung Deutschlands und Europas. Und wir haben jetzt genau diesen Moment, vor dem wir so lange auch gewarnt haben, vor dem uns unsere europäischen, unsere transatlantischen Partner gewarnt haben, dass genau China Rohstoffe als Waffe im geopolitischen Kontext einsetzen kann. Und deswegen ist es genau richtig, dass wir jetzt die Maßnahmen verstärken mit dem Raw Materials Act, zusammen mit der deutschen Rohstoffstrategie, dass wir diese Abhängigkeiten in diesen Bereichen reduzieren, weil wir eben nicht denselben Fehler machen wollen wie beim Gas in den letzten Jahren. Und deswegen ist es absolut richtig, jetzt zum Beispiel auch über die Rohstoffdiversifizierung nachzudenken, neue Partnerschaften im Rohstoffbereich zu schließen. Das ist ganz genau richtig. Abschließend einen Satz noch mal zur Haltung, mit der wir das Ganze angehen. Ja, es gibt Herausforderungen, aber ja, es ist auch viel geleistet worden in diesem Land. Und ich darf an dieser Stelle mit Sie kommen jetzt bitte zum Schluss. Ich danke alle denjenigen, die mit anpacken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Letzer war das nämlich für die Grünen. Nächster Redner ist der Kollege. Musste dann den letzten Satz der abgelaufenen Redezeit sozusagen weglassen. Bernd Rixinger hören wir jetzt aber gleich weiter für die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Union will über die Gefahren des Standorts reden. Wir reden dabei über die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen müssen und die Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten. Hier ist tatsächlich Gefahr im Verzug. Tatsache ist, dass die Reallöhne der Beschäftigten weiter sinken, im ersten Quartal dieses Jahres um 2,3%. Trotz guter Tarifabschlüsse konnten die Verluste der letzten Jahre nicht wettgemacht werden. Während die Gewinne der DAX-Konzerne Rekordhöhen verzeichnen, fragen sich immer mehr Menschen am Monatsende, wie sie die gestiegenen Lebensmittelpreise, die überhöhten Mieten und die hohen Energiekosten bezahlen sollen. Die Preise rennen der Lohnentwicklung davon. Sie sind in hohem Maße getrieben durch die Gewinne der Unternehmen. Selbst die Präsidentin der Europäischen Zentralbank hat das jüngst zugestanden. Die Menschen bezahlen an der Supermarktkasse und mit ihrer Energierechnung die Gewinne von wenigen. Daran ändert auch der Energiepreisdeckel wenig, zumal er eine soziale Schieflage aufweist. Die Bundesregierung trägt dazu bei, dass gerade die Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen heftig getroffen werden. Das Bürgergeld fällt enttäuschend niedrig aus. Das Gebäudeenergiegesetz, das diese Woche durch das Parlament gepeitscht werden soll, wird zu weiteren Mieterhöhungen führen.
Und nun scheint es auch nichts zu werden mit einer ausreichenden Kindergrundsicherung. Beim Elterngeld soll sogar gekürzt werden. Die von der Kommission beschlossene Mindestlohnerhöhung bedeutet Reallohnverlust. Das Gegenteil wäre richtig. Der gesetzliche Mindestlohn muss dringend auf 14 Euro erhöht werden. Und wer über Standardsicherung und Wirtschaft redet, muss über Infrastruktur, bezahlbare Wohnungen, über nachhaltige Mobilität, Gesundheit und Bildung und über Klimagerechtigkeit reden. Zehntausende von Eltern warten vergeblich auf einen Kita-Platz. An den Bürgerämtern werden die Schlangen immer länger, weil das Personal hoffnungslos überlastet ist. Beim Klimaschutz hinken die Investitionen weit hinter den Erfordernissen her, zulasten der jetzigen und künftigen Generationen. Die Lebensqualität von Millionen Menschen würde steigen, würden sie endlich in diese Bereiche ausreichend und nachhaltig investieren. Das wäre zukunftsgerecht. Im Unterschied zum Militär fällt es bei den wichtigen Zukunftsinvestitionen überall an Geld. Superreiche und Konzerne gerecht zu besteuern, ist für den Finanzminister Teufelszeug. Gerade das wäre aber dringend notwendig, um die Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Die gewaltigen Krisengewinne abzuschöpfen wäre genauso richtig, wie endlich eine Vermögensteuer für hohe Vermögen einzuführen. Nicht auf Parteitagsreden der Grünen oder der SPD, sondern per Gesetz im Parlament. Ein zentrales und wichtiges Vorhaben der Ampel, der sozialökologische Umbau der Wirtschaft, droht zu scheitern. Wir erleben bereits seit Jahren, dass namhafte Automobilzulieferer ihre industrielle Produktion nach Osteuropa oder in die Türkei verlagern, in Länder mit niedrigen Löhnen und schlechteren Arbeitsbedingungen. Die Regierung schaut weitgehend tatenlos zu, wie Tausende von Industriearbeitsplätzen hierzulande vernichtet werden. Die Betriebsräte sind machtlos, weil es keinerlei wirtschaftliche Mitbestimmung gibt. Die großen Automobilkonzerne hingegen scheffeln enorme Gewinne, drohen jedoch den dringend nötigen Umbau zu verschlafen. Tesla produziert mehr Elektroautos als alle deutschen Hersteller zusammen. Während deutsche Autohersteller große Versprechungen machen, zieht die Konkurrenz aus China ohne viel Brimborium weiter still und heimlich davon, schreibt Automobilproduktion. Bald erobert Platz 1 weltweit. Die Regierung versäumt, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, überlässt den Umbau zulasten der Beschäftigten dem Markt, der es wieder einmal nicht richten wird. Und dass mehrere hunderttausend industrielle Arbeitsplätze bei der Produktion von Elektrobussen, Kleinbussen, Bahnzubehör, digitaler Infrastruktur, Straßenbahnen geschaffen werden können, wird übersehen. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Klima und Arbeitsplätze schützt, damit sich niemand zwischen einem guten Job und der Zukunft seiner Kinder oder Enkel entscheiden muss. Dafür haben Sie leider kein Konzept. Vielen Dank, Herr Kollege Fliexinger. Nächster Redner ist der Kollege Reinhard Huben, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Merz, Sie sind angetreten, und das fand ich richtig gut mit der Aussage, Sie wollten den Erfolg der AfD halbieren. Wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen sehe, muss ich sagen, das scheint ja nicht so richtig geglückt zu sein. Und in dem Zusammenhang muss ich Sie dann mal nach der Strategie fragen, ob es wirklich erfolgreich ist, nachdem die AfD in der letzten Sitzungswoche dieses Thema aufgebracht hat, dass jetzt die CDU-CSU hinterherkommt mit einer Aktuellen Stunde zum Thema Wirtschaftsstandort. Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass zu Beginn Ihrer Rede ungefähr 30 Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion da saßen. Vielleicht sollte Ihre Strategie, wie man die AfD bekämpft, und gerne auch die Bundesregierung, etwas anders organisiert werden, damit mehr Leute intern und extern das auch wahrnehmen. Und jetzt zu Ihrer Rede und Ihren Aussagen.
Sie haben die Frage gestellt, ist Deutschland noch ein Industriestandort? Und dann stelle ich mal die Gegenfrage, meine Damen und Herren von der CDU-CSU-Fraktion. Was haben wir denn im letzten Jahr gemacht? Also wir haben, da wir eine große Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen hatten, im Eilverfahren, was wir uns vielleicht auch selbst gar nicht zugetraut haben, LNG-Ports in Deutschland, sowohl in Nord- und Ostsee, geschaffen. Damit haben wir die Gaskrise zumindest im letzten Winter verhindert. Hoffentlich gelingt uns das auch im nächsten Winter, denn wir haben ja auch morgen, glaube ich, den Gesetzentwurf zum LNG-Standorten, wo wir uns da auch noch breiter aufstellen, was richtig ist. Zweitens, Herr Merz, Industriestandort. Die Bundesnetzagentur wird im zweiten Halbjahr dieses Jahres ein Konzept für ein Wasserstoffnetz in Deutschland vorstellen. Und ich kann sagen, für Nordrhein-Westfalen, das sind sehr positive Aussichten, um industrielle Produktion mit Wasserstoff versorgen zu können. Die Bundesnetzagentur wird im nächsten Jahr 2000 Kilometer Stromtrassen genehmigen, die dann gebaut werden können. Im darauffolgenden Jahr ebenfalls 2000 Kilometer. Also ein weiterer Schritt, was das Thema Industriestandort angeht. Dann haben Sie angesprochen, Bürokratieabbau. Wir haben es halt ein bisschen anders gemacht als die Vorgängerregierungen. Wir haben verschiedene Verbände, ich glaube gut 70 Verbände, gefragt, nennt uns konkrete Fälle von Bürokratie, die wir abbauen sollen. Da haben wir ungefähr 450 Vorschläge bekommen. Im Justizministerium ist das geprüft worden, was kann man als Bund machen. Davon sind ungefähr 150 Vorschläge übrig geblieben, die wir auf Bundesebene regeln können. Und wir werden Ihnen im Herbst die ersten Papiere dazu bringen. Dazu liefert das BMWK noch eine Liste von europäischen und in Deutschland geforderten Berichtspflichten, die wir auch reduzieren werden. Also da passiert auch was. Dann haben Sie behauptet, Deutschland sei der kranke Mann der EU, aber das hätte nun nichts mit Vorgängerregierungen zu tun. Okay. Also ich weiß ja nicht, in welchen Zeiträumen die Union in Zukunft Infrastruktur in Deutschland aufbauen will. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Und ich glaube, dass nun zum Beispiel die Rammede-Brücke, das ist ja sozusagen Ihr Wahlkreis, dass die Rammede-Brücke zusammengekracht ist, ist nun sicherlich nicht Schuld der aktuellen Bundesregierung. Also Infrastrukturmaßnahmen haben zum Beispiel einen Vorlauf. Deswegen haben wir ja nun auch ein Beschleunigungsgesetz mit auf den Weg gebracht. Zum Thema Fachkräfte ist etwas gesagt worden. Und dann will ich noch mal was sagen zum Thema Investitionsstandort. Also das finde ich in Deutschland schon eine ziemlich schizophrene Debatte. Da kommt ein amerikanischer Investor und kauft die Firma Viessmann. Dann sagen alle, oh, das ist aber so schrecklich, da wird ein deutsches Unternehmen gekauft. Da sagt ein arabischer Staatsfonds, wir haben Interesse an Covestro. Dann sagen alle, oh, das ist aber so schrecklich. Und dann wird gleichzeitig gesagt, Deutschland ist so ein schlechter Ort für ausländische Investitionen, meine Damen und Herren. Wir müssen uns schon festlegen. Entweder Deutschland ist wirklich ein so schlechter Standort, wie Sie es im Moment zeichnen. Ich halte das für falsch. Nach den Reaktionen des Auslandes, wie hier auch investiert werden soll, kann Deutschland gar nicht schlecht sein. Und ich bin froh, in diesem Land hier zu leben. Vielen Dank. Positiv gestimmte Worte von Reinhard Huben, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion. Nun folgt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Das ist Julia Klöckner. Sehr geehrter Herr Präsident, Minister musste los. Ich grüße Sie, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist ein starkes Industrieland. Deutschland hat einen starken Mittelstand. Made in Germany ist hier zu Hause. Also die Wirtschaft ist hier zu Hause. Und warum ist das so? Heute hat ein bisschen was gefehlt, diese 16 Jahre Merkel. Ich will es noch mal sagen, 16 Jahre CDU, CSU hat einen
starken Wirtschaftsstandort nach der Wirtschaftskrise Ende der 2000er gemacht. Unser Wirtschaftsstandort, nur um es noch mal kurz, ja, jetzt wollen Sie die 16 Jahre nicht hören. Dank CDU-CSU-Bundesregierung hatten wir 10 Jahre lang Wachstum in diesem Land. Und das will ich einfach noch mal betonen. Dieses Wachstum hat Folgendes ermöglicht: dass die Hälfte etwa unseres Haushaltes ausgegeben wird für soziale und Transferleistungen, für Sozialausgaben. Wir sind ein starker Sozialstaat hier in Deutschland. Und das ist was Gutes. Das ist etwas für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Aber wie funktioniert nur eine solche Finanzierung und Umverteilung? Durch eine starke Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft prosperiert. Und das hat sie unter uns getan. Aber wie jetzt heute gerade FDP und SPD und die Grünen auf diese Aktuelle Stunde reagieren, da muss man echt schon einen gewissen Sarkasmus an den Tag legen. Ihre einzige Antwort von Grünen ist, wir bauen mehr Windräder. Die Antwort der FDP ist, aber der Herr Merz hat gesagt, er will die Hälfte der AfD erreichen. Soll ich Ihnen mal sagen, würden Sie besser regieren, dann müssten nicht so viele Leute einen Hals haben auf so eine Regierungspolitik. Das ist doch der Punkt. Sehen Sie irgendwo mal Ihre Problematik? Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Der Kanzler konnte ja vorhin gar nicht darauf antworten. Im Gegenteil, er hat behauptet, sie wären falsch. Das sind ja seine Fake News. Kein Wunder, dass die Leute verrückt werden da draußen. Wir haben eine steigende Inflation. Deutschland hat eine steigende Inflation, während in anderen Ländern die Inflation sinkt. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit, und das im Sommer. Wir haben Rezession in Folge, während in Frankreich zum Beispiel oder in Spanien gerade wieder die Wirtschaft am Erblühen ist. Wir sehen, dass wir durchgereicht werden jetzt in der Wettbewerbsfähigkeit, und wir sind wirklich auf einem historischen Hoch beim Abfluss. Ja, jetzt schüttelt der Kollege Westphal den Kopf. Leute, es gibt schon noch ein paar Fakten. Ihr müsst mir es ja nicht glauben, aber eurer Bundesagentur für Arbeit, die von der roten Genossin geleitet wird, unterstellen Sie, Frau Nahles, dass Ihre Daten und Fakten falsch sind? Unterstellen Sie dem Wirtschaftsinstitut in Köln, dass die Daten und Fakten falsch sind? Unterstellen Sie dem Statistischen Bundesamt, dass die Daten und Fakten falsch sind? Das macht der deutschen Wirtschaft Angst. Fakten sind im Raum, falsche Analyse, schön reden. Und wer die Analyse vorlegt, um Besseres, um zu kurieren, dem werfen Sie vor, man würde den Standort schlecht reden. Sie machen ihn schlecht, und das gefährdet unseren Sozialstaat. Und das ist genau die Gefährdung unseres Zusammenhaltes hier in dieser Gesellschaft. Und wenn Frau Detz hat dann noch erwähnt, Ernst & Young hat aber was anderes gesagt. Das ist eine super Quelle. Ernst & Young hat über 10 Jahre lang die Wirecard-Bilanz testiert. Super Sache, muss ich Ihnen sagen. Also, das können wir ja gerne hinzuziehen. Ich gehe lieber auf die Bundesagentur und andere und hole mir da Fakten. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die richtige Analyse anschauen, muss es doch dahin kommen, dass wir daraus rausziehen, ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft hier in Deutschland. Und das heißt zum einen das Thema Superabschreibung. Es wird ja immer leerer hier auf der Regierungsbank. Man will sich's nicht anhören. Das ist genau das Problem hier. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, wir werden die Wirtschaft fit machen, und deshalb wird es eine Superabschreibung hier in Deutschland geben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach 2 Jahren müsste das Ding mal hier auf den Tisch legen. Sie machen alle anderen Gesetze bei Cannabis-Legalisierung. Sind Sie sowas von schnell? Können Sie sich mal um unsere deutsche Wirtschaft kümmern? Superabschreibung verschoben auf 22, dann Superabschreibung verschoben auf 23, Superabschreibung auf 25 verschoben, und vergangene Woche erfahren wir ganz nebenbei, die ist dieses Jahr oder diese Legislatur komplett gestrichen worden. Wir machen noch weitere Vorschläge. Es geht darum, dass wir eine Wochenhöchstarbeitszeit, was die EU uns ermöglicht, dass wir die Arbeitgeber, Arbeitnehmer auch wirklich in Anspruch nehmen und nicht die Tageshöchstarbeitszeit. Wir haben das Thema Verlustverrechnung, dass wir da stärker reingehen, reinhören, was die Unternehmen brauchen. Sie schaffen es noch nicht einmal, die Stromsteuer zu senken. Auch das wäre eine Möglichkeit für unsere Wirtschaft. Und das machen wir doch nicht, weil wir irgendwelchen Bossen Geld in die Tasche stecken wollen. Wir machen das, damit wir hier wettbewerbsfähig bleiben, damit Transformation bezahlt wird, damit Menschen hier Arbeit haben und damit wir einen starken Sozialstaat haben. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Was Sie hier machen, ist Schönreden, ist Ideologie. Rot, Grün und Gelb, Sie machen unser Land arm. Und deshalb wird es Zeit, dass wir wieder drankommen. Julia Klöckner kritisiert hier die Prioritätensetzung der Ampelkoalition.
Nächster Redner wird wohl in eine andere Richtung argumentieren. Sebastian Rolloff sitzt für die SPD-Fraktion im Wirtschaftsausschuss. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Frau Glöckner, da haben Sie die Kurve ja gerade noch bekommen. Also neben den üblichen Floskeln, die wir ja hier immer präsentiert bekommen, schon die zweite Aktuelle Stunde zu dem Thema, haben Sie tatsächlich zwei konkrete Vorschläge gemacht. Einer von uns, da haben Sie dann aber bemängelt, dass der zu lange braucht. Und dann immerhin noch einer, das ist ganz bemerkenswert, ein Konzept, hier die Wirtschaft zu stabilisieren und zum Wachsen zu bringen, ist es nicht. Auch wenn Sie sich immer einbilden, die große Wirtschaftskompetenz zu haben, dann wäre es schön, wenn Sie Vorschläge vorschlagen. Machen Sie nicht, brauchen wir auch nicht, aber wir nehmen auch zur Kenntnis und die Menschen im Land im Übrigen auch, wenn Sie zum Beispiel mit der Frage Wochenhöchstarbeitszeit anfangen, dass Ihre erste Antwort auf jede Situation ist, Arbeitnehmerrechte zu schleifen. Und das werden wir auch im Land diskutieren und das wird zur Kenntnis genommen. Wir haben, wie gesagt, schon wieder eine Aktuelle Stunde, nachdem wir am letzten Freitag über Stillstand überwinden, nachhaltiges Wachstum stärken diskutiert haben. Man könnte fast das Gefühl haben, Sie reden mit Absicht schlecht, um sich entsprechend zu profilieren. Das kann man als Opposition machen. Ihr Ludwig Erhard hat gesagt, 50% der Wirtschaft sind Psychologie. Das ist absolut fahrlässig, wie Sie handeln, aber das müssen Sie gegebenenfalls vor sich selber vertreten. Und es ist so, wir sind in einer wirtschaftlich herausfordernden Situation in Deutschland. Das bestreitet niemand. Wir waren energiepolitisch höchst abhängig von Russland. Im Übrigen, wir hatten auch mehr Handel mit Russland als andere Staaten. Das wird in der Debatte immer ein bisschen vergessen. Und als Exportnation spüren wir Verwerfungen an den Märkten natürlich überproportional. Und das bestätigen alle Wirtschaftsinstitute, gemessen an den Prognosen des letzten Jahres, sind wir deutlich besser als erwartet durch diese schwierige Zeit gekommen. Und wenn wir uns mal ein paar Details angucken, jenseits der üblichen Floskeln, sehen wir, dass die wirtschaftliche Situation bei weitem nicht so dunkel ist, wie Sie sie zeichnen. Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist leicht rückläufig, aber nur leicht, was beim Auslaufen der Corona-Hilfen und der hohen EZB-Leitzinsrate völlig nachvollziehbar und kein Wunder ist. Die Bruttowertschöpfung ist allerdings weiterhin sehr hoch, plus 0,9% im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland wird weiter viel produziert und die Prognosen sind auch weiter durchweg positiv. RRW Leipzig, ich habe es schon mal bemüht, man muss ja, wenn die Themen sich nicht ändern, die Statistiken, die man bemüht, auch nicht neu raussuchen. 2,0% Wachstum für 2024. Also wir sind da entsprechend auf einem guten Weg. Und Sie sprechen die Inflation an. Die ist immer noch über der Zielmarke von 2%. Das ist ein Problem. Ja, da haben wir Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel die Preisbremsen. Es ist aber durch den Angebotsschock, der durch den russischen Angriffskrieg und seine Folgen ausgelöst wurde, überhaupt kein Wunder, dass die Inflation so hoch ist. Es ist eine importierte Inflation über die Energiepreise, keine hausgemachte, auch wenn Ihnen das nicht ins Weltbild passt. Und wir müssen uns mit dieser Entwicklung ernsthaft auseinandersetzen und selbstverständlich, und auch das bestätigt das IW, dass wir beim Fachkräftemangel was tun müssen. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, das haben wir in der letzten Sitzungswoche par excellence gemacht mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit der Ausbildungsplatzgarantie, mit dem inklusiven Arbeitsmarkt in den letzten Wochen und mit dem reformierten Bürgergeld für mehr Qualifikation für Langzeitarbeitslose. Und auch bei den hohen Energiekosten sind wir an der ganzen Reihe von Maßnahmen dran, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Aber klar ist auch, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim Netzausbau einiges nachholen müssen, was mit Ihnen in der Regierung leider nicht möglich war. Und da sind wir auch entsprechend dran. Ich bleibe dabei. Ich habe ja schon angedroht, ich sage es an der Stelle immer, wir brauchen einen Industriestrompreis, bis diese Maßnahmen greifen, um Deutschland für die energieintensive Produktion attraktiv zu halten. Und wir dürfen in den ganzen Diskussionen diejenigen auch nicht vergessen, die am meisten unter den Preissteigerungen leiden. Und deswegen freuen wir uns über gute Tarifabschlüsse. Und ja, es ist angesprochen worden, wir müssen auch die europäische Mindestlohnrichtlinie umsetzen, mindestens. Und das werden wir im Auge behalten. Klar ist nämlich auch, dass das die Binnennachfrage stützt, weil Menschen in diesem Einkommenssegment keine Sparquote haben. Dementsprechend ist das wieder Geld im Kreislauf und stabilisiert unsere Wirtschaft. Ich habe mir mit großem Interesse Ihre Agenda für Deutschland angeguckt, weil ich dachte, sehr schön, wir können hier mal im Detail über die Vorschläge der Union sprechen. Es ist eher ein nettes Wünsch dir was.
Sie wollen mehr Ausgaben für die NATO, für die Hightech-Agenda, weniger Einnahmen, Steuererleichterungen, es kommt ja immer gut an vom Wahlkampf, und keine neuen Schulden. Vielleicht sagen Sie uns bei Gelegenheit auch noch, wie dafür die Gegenfinanzierung aussieht. Seriöse Wirtschaftspolitik sieht anders aus. Ich weiß nicht, ob man dann so die Backen aufblasen sollte. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Roloff. Nächster Redner ist der Kollege Sascha Müller, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Merz, auch ich bekomme aus meinen Gesprächen bei meinen Unternehmensbesuchen Sorgen und Risiken genannt. Was mir genannt wird, sind vor allem zwei Dinge: Energiepreise und Fachkräftemangel. Zur Energie: Wir alle erinnern uns noch gut an die Situation vor einem Jahr. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ging bereits mehrere Monate, und Putin setzte Russlands Energielieferung als Waffe gegen uns ein. Die Lieferungen wurden mehr und mehr gedrosselt und schließlich eingestellt. Ich habe die Töne auch aus Ihrer Richtung und Ihren Spitzen, liebe Union, noch im Ohr. Im Netz ist das ja noch zu finden. Die Menschen würden es daheim nicht mehr warm haben. Es würde Blackouts geben. Unsere Industrie müsste das Produzieren einstellen. Teilweise war hier von einem Wutwinter gar die Rede. All das ist nicht eingetreten. Und das ist das Verdienst der Menschen, aber insbesondere auch dieser Bundesregierung und des Wirtschaftsministers und seinem Team. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle auch mit Blick auf mein Bundesland, mit Blick auf die Menschen und die Unternehmen in Bayern, einen großen Dank an Robert Habeck zu richten, denn Bayern war das Bundesland, das am meisten von russischem Gas abhängig war. Heute haben wir unsere Energieimporte diversifiziert. Wir sind nicht mehr vom Autokraten im Kreml abhängig, und die Energiepreise sind praktisch wieder auf Vorkriegsniveau angekommen, zumindest für Neuverträge. Das sagt ein Blick in die diversen Vergleichsportale im Internet. Für noch laufende Verträge haben wir die Preisbremsen, deren Umfang nach dem, was wir heute absehen können, wahrscheinlich unter den geplanten Kosten bleiben werden. Das war bei der Einführung noch nicht absehbar. Auch das ist ein großer Erfolg, weil die Energiepreise eben deutlich gefallen sind. Und mit dem weiteren Ausbau von Sonnenenergie und Windenergie, ja, dank dieser Bundesregierung künftig auch in Bayern, auch von Wind, werden die Preise weiterfallen, denn Sonne und Wind sind nun mal die günstigsten, die billigsten Energieträger. Und jedes Windrad mehr senkt den Strompreis und dämpft damit die Inflation. Dass zwei Drittel des Stroms in Deutschland im Schnitt der letzten Wochen erneuerbar waren, auch das ist deshalb eine sehr gute Nachricht. Es bleibt also Grund, bei allen Herausforderungen, die uns noch bleiben, positiv in die Zukunft zu sehen. Und für den Übergang, ja, sollten wir die ernsthaft die Einführung eines Industriestrompreises prüfen. Schauen wir auf das andere Thema, den Fachkräftemangel. Auch hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und auch dem Chancenaufenthaltsgesetz geben wir wichtige Anreize, dass viele Menschen, die unser Arbeitsmarkt brauchen kann, dass viele Menschen hier die Möglichkeit bekommen, sich eine Zukunft aufzubauen. Und viele Geflüchtete, die schon hier sind, holen wir endlich aus der staatlich erzwungenen Tatenlosigkeit heraus. Vor einigen Jahren noch sorgte in meiner Stadt in Nürnberg der Fall eines Afghanen für bundesweite Schlagzeilen. Der junge Mann sollte aus der Berufsschule heraus abgeschoben werden. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler verhinderten das durch ihren spontanen Einsatz. Leider hatte diese Geschichte kein Happy End. Der junge Mann hätte Verträge unterschreiben können. Er bekam niemals eine Ausbildungserlaubnis. Am Ende verließ er unser Land mit dem Gefühl, dieses Land wolle ihn und seine Fähigkeiten nicht. Solche Schicksale und so eine Verschwendung von Potenzial darf es in Zukunft nicht mehr geben. Natürlich lohnt es sich auch, im eigenen Land zu werben. Ich habe auch viele Schulklassen immer wieder bei mir zu Gast, und immer wieder erzähle ich, wollt ihr nicht zu den Leuten gehören, die unsere Welt retten, indem ihr Photovoltaik montiert und Wärmepumpen einbaut? Überlegt euch doch eine Ausbildung im Handwerk. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss vielleicht noch mal eins angesprochen. Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen, das ist unbestritten. Und wie wir diese Herausforderungen angehen, darüber lohnt es sich zu streiten. Denn richtig ist, es gibt niemals nur den einen richtigen Weg. Und da zitiere ich mal die Erlaubnis des Präsidenten Ruprecht Polenz, den kennen Sie sicher, der heute auf Twitter formulierte: Wer nur in die Politik geht, um sich mit anderen Parteien zu streiten, hat nichts verstanden. Denn verantwortungsvolle Politik muss es um die Menschen gehen und darum, die Welt etwas besser zu machen. Dass dann über die Wege gestritten wird, ist eine Folge, aber nicht das Ziel. Besser kann ich es nicht formulieren.
Es geht nicht nur darum, wer hat die knalligste Vokabel, sondern geben wir den Menschen wieder das Gefühl, dass wir Demokratinnen und Demokraten ernsthaft an der Zukunft dieses Landes arbeiten und dabei ernsthaft um den besten Weg ringen. Das würde ich mir wünschen, übrigens auch von den Spitzen meiner Staatsregierung bei mir daheim. Das reine Schlechtreden und das Niedermachen, das sollten wir wirklich anderen überlassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und für die FDP-Fraktion wird nun Maximilian Mordhorst sprechen, hier in der Aktuellen Stunde auf Verlangen der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde schon, dass diese Aktuelle Stunde berechtigt ist und dass wir auch als Regierung uns kritisch hinterfragen müssen, beziehungsweise dass wir die Lage klar analysieren müssen. Denn was wir ja merken, wir haben viel über Klimaschutz gesprochen, wir sprechen viel über Digitalisierung, man mag es auch Transformation nennen, aber alle Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, die hängen zu dem allergrößten Teil an privaten Investitionen, zu 90% im Vergleich zu staatlichen Investitionen, bedeutet, wenn wir hier nicht die wirtschaftliche Lage deutlich verbessern, dann werden alle Anliegen, die wir sonst haben, aussichtslos sein. Und ich glaube, es ist feste Überzeugung sowohl dieser Regierung als auch meiner Fraktion, dass wir dort vorankommen müssen. Denn Zahlen mit Inflation bei 6% und andere können uns nicht zufriedenstellen. Aber was ist denn einer der großen Gründe, beziehungsweise kann man ja hier zur Legendenbildung beitragen, die getätigt worden ist? Ich erinnere mich noch, als ich für den Deutschen Bundestag das erste Mal kandidiert habe vor 2 Jahren, fast nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin erlebt, eine CDU-geführte Bundesregierung. Und ich muss schon sagen, mein Gefühl war eher, dass ein Schleier über diesem Land lag, wo Diskussionen kleingeredet wurden und wo Wirtschaft nicht sonderlich vorangekommen ist. Meine Analyse ist diejenige, Gerhard Schröder hat damals eine Agenda 2010 eingeführt, die die Wirtschaft wieder ordentlich vorangebracht hat. Und die Union hat vor allem daran gearbeitet, möglichst wenig zu ändern und das Land lange Jahre auf Verschleiß gefahren. Und jetzt müssen wir mit den Folgen genau davon leben. Und mich wundert auch immer wieder, finde ich gut, dass SPD und Grüne bei vielleicht auch dem ersten Teil der Analyse mit der Agenda 2010 klatschen. Was sie aber auch immer wieder gerne an Verantwortung wegschieben, ist ja die ehrliche Analyse, wenn man mal bedenkt, dass sie als CDU, CSU nicht nur auf Bundesebene als Bundestagsfraktion in der Opposition unterwegs sind, sie sind auch als Landesregierung unterwegs mit allen möglichen Farben und sie sind auch auf der EU-Ebene unterwegs. Und da muss ich schon das ein oder andere Signal, das uns auch wirtschaftspolitisch hier beschäftigen muss, hart kritisieren. Ich denke mal an Energieeffizienzrichtlinien, dagegen sieht das Gebäudeenergiegesetz quasi aus wie nichts, was Sie da vorhaben, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dass wir uns hier überhaupt über ein Verbrennerverbot so lange streiten mussten EU-weit, geht auf Initiative der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Und ich erinnere mal gerade an etwas, was mich besonders stört, weil in meiner Generation gerade eine Aktienkultur am Entstehen ist, wo viele junge Menschen, auch Kleinstanleger, Lust haben, bei Neobrokern zu investieren. Jetzt bekommen wir ein Payment-for-Order-Flow-Verbot, um gerade diese Neobroker klein zu reden, wo auch ihre Ursula von der Leyen lieber auf die Bankenlobby hört, als wirklich für moderne Wirtschaftspolitik etwas zu tun. Ich glaube, wenn wir uns alle mal ehrlich machen, und wir haben ja über die Sommerpause Zeit, ein bisschen in uns zu gehen, das tut als Regierung und als Koalition immer gut, aber dann kann ich auch Sie bitten, genau das zu tun und vielleicht auch mal mit Ihren EU-Spitzen, mit Ihren Vertretern im EU-Parlament und Ihrer EU-Kommissionspräsidentin in einen noch engeren Austausch zu treten, damit wir gemeinsam für eine vernünftigere Wirtschaftspolitik sorgen können. Ein letzter Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, ist das Einhalten der Schuldenbremse und von vernünftiger Haushaltspolitik. Wir haben es geschafft, einen Bundeshaushalt vorzulegen, der die Schuldenbremse einhält, der ehrlicherweise, und das stört mich persönlich, kein Sparhaushalt ist, wie einige hier behaupten, sondern es ist ein bisschen weniger Mehrstaat als in den letzten Jahren. Ein Aufwuchs, den auch Sie während Corona fleißig vorangetrieben haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen andere Prioritäten setzen. Wir haben ja gerade gehört, was die Linke so an Vorstellungen hat, zentralstaatliche Gesellschaftsklempnerei statt Politik. Wir haben aber auch gehört, was sonst so durch die Gegend geistert. Und ich würde mir schon wünschen, vielleicht können wir uns das auch wirtschaftspolitisch auf die Fahnen schreiben, dass wir in den Haushalten ein bisschen weniger Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für NGOs und für Vorfeldorganisationen machen und ein bisschen
bisschen weniger hauptamtliche Politikerklärer staatlich finanzieren und vielleicht ein bisschen mehr steuerlich entlasten. Und dann müssen wir auch weniger über Subventionen und noch mehr Staat reden, sondern wir können bei einer Staatsquote von 50% auch mal darüber reden, dass vielleicht weniger Staat wirtschaftliche Aktivität eher befördert, anstatt es nur im Nachhinein mit Steuergeld zu subventionieren. Sie sind herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Wir arbeiten weiterhin dafür, dass genau das die Richtung der Koalition wird. Und wie erfolgreich das sein wird, werden wir dann in den nächsten Jahren sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nordhorst. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Farle. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich rede heute mal ohne Manuskript und Sie können mich gerne nach einer Minute oder 1,5 Minuten abschalten. Ich will Ihnen nur eins sagen, meine Damen und Herren. Die CDU hat ein richtiges Thema heute auf die Tagesordnung gebracht. Der deutsche Wirtschaftsstandort ist in Gefahr. Es ist tatsächlich so, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und das ist kein Witz, da brauchen wir auch nicht drüber lachen, sondern Menschen verlieren ihre Existenz. Zehntausende verlieren ihre Existenz. Darüber muss man sehr ernsthaft reden. Und was ist die Ursache? Dann gucke ich mal einfach nur ins letzte Jahr. Die russische Energie war ja so katastrophal für Deutschland. Wir waren so fürchterlich abhängig, dass wir dort billiger Gas bekommen haben als jetzt. Unser Preis für Energie, für Strom, jetzt liegt bei 28 Cent. Der liegt in anderen Ländern bei 18, bei 9 Cent. In China liegt er bei 9 Cent. Die USA machen es für 14 Cent. Da liegt der Standortvorteil. Ein Industriebetrieb kann das nicht bezahlen, wenn solche Energiepreise vorliegen. Ihre Energiepolitik macht dieses Land kaputt. Und das Zweite, was dieses Land kaputt macht, ist, dass die USA unsere Firmen abwerben, massenhaft mit ihrem Hektar, wo sie immer von der Resilienz quatschen. Da muss ich Ihnen mal ganz klar sagen, der Act ist sehr schlau. Die bieten einfach nur unseren Unternehmen Millionenbeträge an, damit die dort billiger produzieren können. Und dann wärmen sie unsere Firmen ab. Und die Chinesen machen das auch. Die haben auch die billigeren Energiepreise. Über die einzelnen Fakten will ich gar nicht reden. Ich will nur auf eine Sache. Herr Kollege, Sie müssen jetzt zum Schluss. Ja, ich bin jetzt am Ende. Ich will nur Ihnen nur eins sagen. Kümmern Sie sich um eine preiswerte und sinnvolle Energiepolitik mit Kernenergie, wo der Strom billig ist, in großen Mengen zur Verfügung steht und unserem Land geht es wieder gut. Und machen Sie eine Abkehr von dieser irrsinnigen Zerstörung unserer eigenen Industriebasis. Vielen Dank. Soweit also die Aktuelle Stunde zum Standort Deutschland, zum Wirtschaftsstandort Deutschland, die wir Ihnen hier noch einmal zeitversetzt zeigen wollten, weil sie natürlich einige wichtige Fragestellungen aufgeworfen hat, die sowohl die Unionsfraktion, die diese Aktuelle Stunde beantragt hat, beschäftigt, als natürlich auch die Ampelkoalition. Hier im Bundestag ist die Debatte allerdings schon weitergegangen. Es geht nun um die Güterverkehrs- und Logistikbranche. Auch diese Branche leidet unter dem Fachkräftemangel. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie dieser Beruf attraktiver gemacht werden kann in dieser Branche von der Unionsfraktion, aber auch von den Ampelkoalitionären und von der AfD-Fraktion liegen Anträge vor. Was zum Beispiel gemacht werden kann, indem man eben zum Beispiel den Einstieg in das Gewerbe erleichtert für Menschen nicht deutscher Herkunft, indem man zum Beispiel es leichter macht, den Lkw-Führerschein zu bekommen oder dass mehr für die Sicherheit der Lkw-Fahrer gesorgt wird oder zum Beispiel auch ganz praktische Dinge, dass es mehr sanitäre Anlagen gibt auf den Parkplätzen. Die Debatte ist hier im vollen Gange. Und wir hören mal rein. Es gibt, wie gesagt, auch einen Antrag aus der AfD-Fraktion. Für die AfD-Fraktion spricht nun gerade Dirk Brandes.
Eine steuerliche Senkung dieser Art wäre eine wirkliche Entlastung für unsere Unternehmen. Und damit sich der Berufskraftfahrer wieder als Job lohnt, müssen Arbeitnehmer wieder mehr Netto in der Tasche haben. Das ist auch eine uralte Geschichte. Die Rekordbelastung durch Steuern und Abgaben muss drastisch sinken. Liebe CDU, runde Tische und eine Absenkung der Ausbildungsstandards für Berufskraftfahrer reichen nicht aus, um dem Fahrermangel zu begegnen. Was es braucht, sind faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt. Wir müssen endlich dem osteuropäischen Sozial- und Lohndumping den Kampf ansagen. Das beinhaltet auch, dass wir die Kontrollen insbesondere im Bereich der illegalen Kabotage erheblich erhöhen. All das haben wir in unserem Antrag ergänzt. Und während die Ampel sich weiter um die irrationale Senkung des Spurengases Kohlendioxid sorgt und fahrlässig die Versorgung gefährdet, kümmert sich die AfD weiter um die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Soweit noch die letzten Anmerkungen zumindest von Dirk Brandes. Auf ihn folgt nun Matthias Gastel für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Er sitzt im Verkehrsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Logistikbranche stand und steht vor großen Herausforderungen. Corona, brüchige Lieferketten, stark schwankende Preise bei Kraftstoff und Strom, Personalmangel und hoher Zeitdruck auf das Personal. All das sind schwierige Voraussetzungen. Und deswegen sage ich auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Unternehmen und an alle Beschäftigten im Bereich der Logistik, die auf Straße, Schiene oder Wasserwegen unsere Versorgung sicherstellen. Mit unserem Ampelantrag sagen wir Dankeschön und wir erkennen an die Bedeutung und die Leistungen, die erbracht werden in der Logistikbranche. Wir treten ein für einen fairen Wettbewerb, zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen in der Straßenlogistik, aber auch für einen fairen Wettbewerb zwischen Straße und Schiene. Wir wollen die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern im Interesse der Beschäftigten, aber auch für den fairen Wettbewerb, indem wir beispielsweise gegen Lohndumping vorgehen. Wir gehen außerdem auch vor gegen das Unterlaufen von Arbeitszeitbestimmungen im Straßengüterverkehr. Konkret sehen wir in unserem Antrag vor wirksamere Kontrollen beim Mindestlohn mit der Erhöhung auch von Bußgeldern. Wir stärken die Tariftreue auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Logistikbereich. Wir haben die Situation im Blick, sowohl an den Laderampen wie auch an den Rastplätzen, Zugang zu Frischwasser, Zugang zu Hygiene. All das ist wichtig und all das wollen wir besser sicherstellen, als es bisher leider der Fall ist. Wir haben für die Branche auch im Blick die schwierige Fachkräftesituation und wollen deswegen die BerufskraftfahrerInnenqualifikation in mehreren Sprachen vereinfachen und ermöglichen. Und dasselbe gilt auch für die Vereinfachung der Anerkennung ausländischer Führerscheine. Der Schienengüterverkehr, der uns als Grüne besonders am Herzen liegt, kann auch ein Beitrag dazu sein, den Fachkräftemangel zu mindern. Ganz einfach deshalb, weil hier weniger Personal notwendig ist. Ein Güterzug kann Dutzende von Lkw und damit auch Lkw-Fahrenden ersetzen. Dazu setzen wir aber auch auf den deutlichen und massiven, aber auch den gezielten Ausbau der Schieneninfrastruktur. Wir wollen einen deutschlandkonformen Ausbau der Infrastruktur. Wir setzen auf die digitale automatische Kupplung, um den Schienengüterverkehr, vor allem den Einzelwagenverkehr, wirtschaftlicher darstellen zu können. Und wir setzen. Kollege Gastel, gestatten Sie eine Frage des Abgeordneten Brandes? Nein. Und wir setzen auf ETCS, die digitale Technik zur Stärkung der Schiene, um auch hier die Effizienz zu erhöhen. Im Haushaltsplanentwurf verdoppeln wir für das kommende Haushaltsjahr die Mittel dafür. Wir haben im Haushalt eine deutliche Erhöhung für die Stärkung des Einzelwagenverkehrs, um ihn auch in der Zukunft zu sichern. Wir stärken die elektrische Güterbahn, also
den elektrischen Antrieb per Oberleitung im deutschen Schienennetz, den kombinierten Verkehr, also die Schnittstelle zwischen Straßen- und Schienengüterverkehr. Wir fördern noch besser als bisher die Gleisanschlüsse, damit erst gar nicht auf den Lkw verladen werden muss, sondern direkt auf die Schiene gesetzt werden kann. Insgesamt ist es so, dass wir im Vergleich von Investitionen in die Straße und Investitionen in die Schiene 8,4 Milliarden in die Straße und 12 Milliarden in die Schiene investieren. Damit lösen wir das Versprechen des Koalitionsvertrags ein, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren. Und an der Stelle auch noch eine Anmerkung zum Unionsantrag, der schon vorhin vorgestellt wurde. Sie kritisieren an verschiedenen Stellen, dass zu wenig in die Schiene investiert wird. Gleichzeitig kritisieren Sie aber, dass Teile der Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Lkw-Maut in die Schiene fließen. Ja, wie wollen Sie denn mehr investieren in die Schiene? Sie machen dazu nicht einen einzigen Vorschlag. Sie machen nur abstrakte Forderungen, ohne konkret zu werden. Am Ende wird deutlich, die Union baut eben lieber neue Straßen, als in die Schiene zu investieren. Sie hängen fest an der verfehlten und gescheiterten Verkehrspolitik von Jahrzehnten, die einseitig auf die Straße gesetzt hat und die Schiene sträflich vernachlässigt hat. Das wollen Sie fortsetzen. Das wird doch deutlich, wenn man Ihren Antrag und Ihre Rede entsprechend verfolgt. Ich sage herzliches Dankeschön an die beiden Kollegen Schiefner und Sauter von SPD und FDP für die Erarbeitung dieses gemeinsamen Antrags, der wirklich gut ist. Und ich erinnere auch daran, es hat eine Anhörung gegeben mit Fachleuten zum Unionsantrag, weil da offiziell unser Antrag noch gar nicht vorgelegen hat. Und die Sachverständigen haben mehrfach gesagt, der Antrag der Union, ja, okay, aber der Antrag, der für die Ampel jetzt kommen soll, der ist auf jeden Fall besser. Und das freut uns natürlich, weil wir haben uns da wirklich eine Menge Mühe gegeben und uns mächtig reingekniet in diesen gemeinsamen Antrag. Wir können als Ampel, wenn wir an einem Strang ziehen, sehr viel erreichen. Das zeigt die Gemeinsamkeit in diesem Antrag. Die Gemeinsamkeit für faire Arbeit, die Gemeinsamkeit für einen fairen Wettbewerb im Bereich der Logistik, für die Unternehmen wie auch für die dort Beschäftigten und das gemeinsame Engagement für eine starke Bahn. Wenn wir so weitermachen, dann können wir wirklich viel erreichen. Vielen Dank. Matthias Gastel war das für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Bernd Rixinger spricht als nächstes für die Linksfraktion. Er ist für seine Fraktion Sprecher für nachhaltige Mobilität. Kolleginnen und Kollegen, hat sich in irgendeiner Weise verschluckt. Also Sie sollten dafür Sorge tragen, dass Sie die fraktionsinternen Benachrichtigungssysteme benutzen, damit alle Kolleginnen und Kollegen erfahren, dass nach den nächsten drei Rednerinnen und Rednern und den entsprechenden Abstimmungen wir mit den vorgesehenen weiteren zwei Tagesordnungspunkten fortfahren, sodass alle Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig hier entsprechend erscheinen können. Nun bleiben wir aber wieder bei der Güterverkehrs- und Logistikbranche. Das Wort hat der Kollege Bernd Rixinger für die Fraktion Die Linke. Das noch ein bisschen höher machen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation im Straßengüterverkehr ist schwierig. Die gestiegenen Energiepreise stellen gerade die kleineren Unternehmen vor schier unlösbare Herausforderungen. Seit Jahren herrscht ein stetig wachsender Mangel an Fahrerinnen und Fahrern. Wenn nicht massiv gegengesteuert wird, können wir uns auf Verhältnisse wie in Großbritannien einstellen. Das Problem ist hausgemacht. Gründe dafür sind wenig überraschend: die zu schlechte Bezahlung und die häufig katastrophalen Arbeitsbedingungen. Was getan werden muss, ist bekannt. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, damit der Beruf attraktiver wird. Das bedeutet erstens faire Bezahlung, zweitens ausreichende Ruhebereiche für Fahrerinnen und Fahrer an Haltepunkten oder entlang der Straßen,
Drittens, Arbeitszeiten, die Beruf, Familie und Leben miteinander vereinbaren lassen. Gerade die hohen Zeiten außerhalb des Wohnortes müssen reduziert werden. Viertens, bereits geltende Vorschriften müssen unbedingt eingehalten werden. Dazu gehört, die Kontrolldichte und die Kontrollqualität zu verbessern. Fünftens, das wird ohne eine deutliche Aufstockung des Personals beim Zoll und beim Bundesamt für Logistik und Mobilität nicht zu machen sein. Die Branche wirbt bereits kräftig Fachkräfte aus dem Ausland an. Das kann jedoch nur funktionieren, wenn sie sprachlich gefördert und beruflich qualifiziert werden. Gleichzeitig müssen die Übernahme von Integrationskosten und die Unterstützung beim Nachzug der Familie gesichert werden. Der Antrag der Koalition erfasst zwar die Probleme der Branche, bietet allerdings unverbindliche und unzureichende Lösungen. Es reicht halt nicht, Prüfaufträge an das Ministerium zu geben. Wir erleben doch die katastrophalen Zustände tagtäglich. Das Verkehrsministerium sieht seit 1,5 Jahren mehr oder weniger tatenlos zu. Es fehlt offensichtlich am politischen Willen, die oft skandalösen Verhältnisse zu ändern. Forderungen, wie sie beispielsweise Verdi mehrfach in Anhörungen zum Thema vorgelegt hat, werden weder von der Regierung noch von der Union aufgegriffen. Der Antrag der Unionsfraktion wird den längst bekannten Herausforderungen nicht gerecht. Das Verkehrsministerium geht von einer Zunahme des Güterverkehrs auf der Straße um bis zu 50% aus. Das wäre eine verkehrspolitische Katastrophe. Schon heute müssen gewaltige Summen für die Sanierung von Straßen und Brücken aufgebracht werden. Hauptursache ist der Lkw-Verkehr. Dem kann nur durch Verkehrsvermeidung und mit einer massiven Verlagerung auf den Schienengüterverkehr begegnet werden. Was Sie dafür tun, ist leider zu wenig. Das Wort hat Bernd Rützel für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es war ein langer Weg und ist immer noch ein langer Weg zu besseren Arbeitsbedingungen im Transportwesen, in dem Güterverkehr, in der Transportlogistik. Und ich bin froh, dass der Verkehrsausschuss und der Ausschuss Arbeit und Soziales auch gemeinsam Anhörungen gemacht hat, die sehr, sehr bereichernd für uns gewesen sind und leider Gottes auch sehr, sehr erschreckend. Matthias Gastel, Sie haben viel über die Eisenbahn erzählt. Ich wäre jetzt versucht, auch ganz viel über die Eisenbahn zu erzählen. War ja über 30 Jahre dort beschäftigt, aber will mich doch jetzt auf die Gummieisenbahn, auf den Lkw begrenzen. Und es sind zwei Dinge. Es ist die Situation der Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Über 20.000 Frauen lenken Autos bei uns. Und es ist der Fahrermangel. Es ist die Situation, dass wir zu wenig haben, und wir sehen ja alle, wenn wir im Supermarkt sind, dass die Regale voll sind, aber keiner sieht dahinter, was da für eine Logistik liegt. Keiner sieht dahinter, was es bedeutet, dort zu arbeiten. Und es ist dreierlei. Es ist das Soziale, die Arbeitsbedingungen. Es ist aber auch die Sicherheit auf den Straßen. Und es ist die wirtschaftliche Dimension. Und Udo Schiefner, unser Vorsitzender vom Verkehrsausschuss, hat es ja geschildert, dass über 50 Forderungen in diesem Antrag drinnen sind. Nimmt man die Unterpunkte und nimmt man die Beschreibungen hinzu, sind es sogar über 70. Bessere Kontrollen, mehr Arbeitsbedingungen und Sicherheitsanforderungen ist ein wichtiger Punkt. Tariftreue, dort wo Transportleistungen vergeben werden. Und wenn Sie mal auf der Autobahn sind und vielleicht auf dem Rastplatz rausfahren, dann sieht man, wie Lkw-Fahrende ihre Motorhaube aufgeklappt haben und Wäsche darunter aufhängen und die trocknen, die sie irgendwie selber gewaschen haben, weil sie monatelang und vielleicht ein Jahr lang nicht nach Hause kommen oder einen kleinen Gaskocher angeworfen haben, mit einem kleinen Hocker davor sitzen und eine Dose Ravioli warm machen. Das sind keine Arbeitsbedingungen. Das ist Ausbeutung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sanitär- und Pausenräume wurden angesprochen. Auf der Autobahn, aber auch beim Kunden, beim Entlader. Und
Es ist ein Grundbedürfnis, auf die Toilette gehen zu müssen. Im Auto hat man das nicht. Also kommt man irgendwo an nach einer langen Zeit und hat nichts Wichtigeres vor. Wir kennen das doch alle. Und dann kommt man eben nicht dahin. Und man findet nichts vor, wo man seine Bedürfnisse erledigen kann. Wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir denn größere Lkw-Kabinen auch bauen. Da kann keiner sagen, das geht ja gar nicht. Das geht alles. Und woanders geht es auch, das kann bei uns auch gehen. Und moderne Parkplätze sind auch kein Zauberwort. Und wenn ich gerade kurz vor der Rede jetzt so die Tickermeldungen lese, im Handelsblatt, der Spiegel schreibt es auch, so müssen wir 243 Millionen Euro Schadensersatz bezahlen für die CSU-Maut, die für die Ausländer gehen sollte. Dafür kann man viele Pausenräume und viele Parkplätze und viele Infrastruktureinrichtungen bauen, die besser angelegt gewesen wären. Und wenn Sie als Lkw-Fahrerin oder als Lkw-Fahrer einfach nur einen Kanister voll machen müssen, mit Wasser, mit Frischwasser, für einen Kaffee, für einen Tee, für das, was man so braucht, dann ist das gar nicht so einfach. Dann müssen Sie nach einer Leitung suchen und müssen 5 Euro bezahlen für einen Liter unter Umständen. Das ist untragbar. Wir haben hier im Deutschen Bundestag mit Arbeit und Soziales am 15. Juni die Straßenverkehrsrichtlinie umgesetzt, die Durchsetzungsrichtlinie umgesetzt. Da wird klar, wo Mindestlohn bezahlt werden muss. Und an Ostern, will ich erinnern, haben wir alle in den Nachrichten die Situation von Gräfenhausen gesehen. Das ist schäbig für unser Land, das wollen wir nicht sehen. Lasst uns was tun. Vielen Dank. Bernd Rützel war das hier für die SPD-Fraktion. Und damit kommen wir zum letzten Redner in dieser Debatte zur Logistikbranche. Das ist Henning Rehbaum für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, wenn man Herrn Rützel, Herrn Schiefner oder Herrn Gastel hier so hört, da hört man die ganze Zeit, was Sie wollen. Ich möchte Ihnen aber mal ganz klar sagen, wollen reicht nicht, Sie müssen machen. Der Güterverkehr ist systemrelevant. Er sorgt dafür, dass die Produkte unserer Industriebetriebe zum Kunden gelangen und dass Regale im Supermarkt, im Schuhgeschäft oder im Getränkehandel voll sind. Und dafür sind die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer Tag für Tag im Einsatz. Und ich möchte Ihnen dafür ganz herzlich danken. Vor allem mit der Politik der Ampel kam es ja in Deutschland zu hohen Preissteigerungen und gleichzeitig fehlen den Unternehmen Zehntausende Fahrer. Es wäre also höchste Zeit, die Branche zu unterstützen. Deshalb hat die Union schon letzten Herbst diesen Antrag ins Parlament eingebracht und die Ampelfraktionen haben sich 9 Monate geweigert, diesen Antrag zu beraten und es erst im Frühjahr geschafft, selber einen Antrag zu schreiben. So geht man mit der Opposition und so geht man mit der Lkw-Branche nicht um. Und heute endlich sprechen wir darüber Kollege im Plenum. Kollege Rehbaum, gestatten Sie eine Frage aus der SPD-Fraktion? Nein, danke. Die Ampelfraktionen haben sich 9 Monate geweigert. Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen. Und heute endlich sprechen wir darüber im Plenum. Und da ist viel wertvolle Zeit ins Land gegangen. Und die Ampel hätte längst etwas tun können. Worüber wir zu Recht in dieser Debatte aber auch sprechen, ist, was die Regierung gerade parallel für die Transportbranche ausheckt, nämlich die saftige Mauterhöhung. Und Herr Schiefner, der Geist ist aus der Flasche. Und deswegen diskutieren wir auch darüber. Jeder Einkauf, den die Bürger in Zukunft im Supermarkt tätigen, den haben SPD, Grüne und FDP mit dieser Mauterhöhung teurer gemacht. Die Ampel heizt die Inflation selber an. Und Herr Gastel, die Wahrheit ist auch, wir müssen in Deutschland hunderte Autobahnbrücken bauen. Und Sie haben jetzt den Plan, in dieser Situation Gelder aus dem Finanzierungskreislauf rauszuziehen, obwohl eine einzige Brücke, die Rahmetalbrücke, wir haben es heute gehört, 160 Millionen Euro kostet. Das ist doch Wahnsinn, was Sie da machen. Wir brauchen Geld für den Erhalt der Straße, Geld für neue Brücken. Ich war 10 Jahre im Landtag von Nordrhein-Westfalen und Rot-Grün hat wirklich nichts für die Autobahnbrücken getan. Das kann ich Ihnen wohl sagen. Der Bund ist seit 2021 zuständig, Herr Gaste. Seit 2021 ist der Bund zuständig.
Was reden Sie denn da? Sie stehen ja gar nicht im Stoff. 2017 lagen keine Pläne für die Brücken der A45 in den Schubladen des NRW-Verkehrsministeriums. Damit haben wir dann angefangen. Und jetzt wird geplant und jetzt wird gebaut. Ein ganz wichtiges Thema, das ich auch schon Anfang der Legislaturperiode... Kollege, gestatten Sie eine Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja, bitte. Oh. Sehr geehrter Herr Rehbaum, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe Können Sie ein bisschen lauter sprechen, verstehe Sie nicht. Herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Rehbaum. Ich habe eine Frage zu den Kosten, die Sie gerade, Sie haben gerade gesagt, da sei 2017 nichts investiert worden in die Brückensanierung, mal unabhängig davon, dass ich jetzt nicht das Argument wiederhole, wer zuständig war, aber ich frage Sie, wie Sie in der Großen Koalition denn ein Bundesfernstraßengesetz mit Maßnahmen von Neubaumaßnahmen für den Autobahnbau und Bundesstraßenbau beschließen konnten, wohl wissend, dass doch so ein immenser Sanierungsaufwand vor uns liegt. Also wir haben zu Zeiten der Großen Koalition, da war ich noch nicht dabei, wirklich rekordverdächtig viele Mittel für den Straßenausbau bereitgestellt. Und wir haben einen 100-prozentigen Bundesverkehrswegeplan auf den Weg gebracht, den Sie heute nicht zustande kriegen, den Sie nicht umsetzen. Sie brüten immer noch drüber, Sie streiten, streiten, streiten. Und ich sage Ihnen, 2017 waren die Schubladen leer. Verantwortlich waren die Landesregierung zu der Zeit für die Bundesfernstraßen. Und also für mein Bundesland kann ich sagen, wir haben Geld zurückgeben müssen, weil Pläne nicht fertig waren. Andere Länder haben das verbaut. Das haben wir mit Ministerpräsident oder damals Verkehrsminister Hendrik Wüst umgedreht. Da haben wir Gelder nämlich aus anderen Bundesländern bekommen und die dann verbaut in den Autobahnen. Ich glaube, wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht, Sie mit Ihrer Fraktion nicht. Ein wichtiges Thema, auf das ich schon zu Beginn der Legislaturperiode hingewiesen habe, das ist der massive Fahrpersonalmangel, und der verschärft sich von Tag zu Tag. Und es ist ein Riesenproblem für die Branche, die schon eine Menge dagegen unternommen hat. Aber sie braucht auch die richtigen politischen Maßnahmen, und die muss die Bundesregierung jetzt endlich ergreifen. Was muss die Bundesregierung tun? Die Standards bei der Ausbildung auf ein europäisches Normalmaß zurückfahren. Das Vorbild ist Österreich. Wann kommt endlich die angekündigte Reform der Berufskraftfahrerausbildung? Die Anerkennung ausländischer Führerscheine muss erleichtert werden. Zum Beispiel türkische Lkw-Fahrer fahren ihr ganzes Leben in Europa. Da muss man sich doch bei der Anerkennung wirklich kein Loch ins Knie bohren. Bei den Ukrainern haben wir es ja auch hingekriegt. Das haben wir gefordert. Hat zwar eine ganze Zeit gedauert, aber da geht das jetzt. Und das müssen wir auch bei anderen Drittstaaten so hinbekommen. Die Visaverfahren in den Konsulaten, der eigentliche Engpass bei der Fachkräftezuwanderung. Oft warten Lkw-Fahrer aus Drittstaaten 6 Monate auf einen Termin bei einer Auslandsvertretung für die Beantragung eines Arbeitsvisums. Außenministerin Baerbock, Sie haben Ihre Konsulate nicht im Griff. Machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben oder setzen Sie gleich den Vorschlag der Union um, nämlich eine volldigitale Arbeitsagentur für Fachkräfte im Ausland. Das Beste, was Sie für Fernfahrer tun können, sind gute Arbeitsbedingungen. Das Belastendste ist nämlich für den Fernfahrerberuf, dass er jeden Tag im Stau steht. Und das versteht die Ampel einfach nicht. Hören Sie also auf, in der Ampel zu streiten. Beenden Sie Ihre Blockade für den Wasserstraßenausbau. Und machen Sie der Bahn Beine beim Ausbau der Schiene, um das Verkehrswachstum auch dort aufnehmen zu können. Und helfen Sie den Truckern und beseitigen Sie Engpässe auf Autobahnen und auch auf Bundesstraßen. Setzen Sie den Bundesverkehrswegeplan um und bauen Sie mehr Lkw-Stellplätze schnellstmöglich. Die Vorschläge der Union liegen alle auf dem Tisch. Setzen Sie sich um. Setzen Sie diese Vorschläge um. Die Unternehmen, die Bürger und ganz besonders die Fernfahrer werden es Ihnen danken. Legen Sie endlich los. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP
mit dem Titel Transportlogistik für Deutschland sichern mit fairen Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen im Straßengüterverkehr. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7482 den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP auf Drucksache 6423 anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen. Tagesordnungspunkt 14a. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses auf Drucksache 7482 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 3932 mit dem Titel Güterverkehrs- und Logistikbranche aus der Krise führen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der AfD-Fraktion, der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 14b. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 7564 mit dem Titel Deutsche Logistikbranche stärken. Wer stimmt für diesen Antrag? Danke. Wer stimmt dagegen? So, und damit ist dieser Antrag abgelehnt von der AfD-Fraktion. Und wir schauen schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist nämlich ein Novum, was jetzt hier gleich diskutiert wird. Die Unionsfraktion möchte nämlich einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Es geht um den Steuerskandal, um die Hamburger Warburg Bank und die Rolle des damaligen ersten Bürgermeisters von Hamburg, den heutigen Kanzler Olaf Scholz. Inwieweit ist eine Intervention aus der Politik beim Verzicht auf Steuerrückzahlungen gegeben haben soll. Dass eine Fraktion einen Untersuchungsausschuss anfordert, ist jetzt erst einmal nicht so ungewöhnlich. Allerdings ist ungewöhnlich, dass dieser wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Denn nach Artikel 44 des Grundgesetzes kann und muss der Deutsche Bundestag auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Auf diese Stimmen an kommt die Unionsfraktion und trotzdem hat die SPD, FDP und Grünen Fraktion jeweils angekündigt, dem entsprechenden Antrag nicht zuzustimmen, dass es also nicht zu einem Untersuchungsausschuss kommt und das hat es eben so noch nie gegeben. Die SPD begründet das damit, dass sie mit verschiedenen Verfassungsjuristen und Gutachtern gesprochen habe und diese den Untersuchungsausschuss anscheinend als verfassungswidrig angesehen haben. Genaueres wird nun Johannes Fechner sagen, Sprecher für Geschäftsordnung der SPD-Fraktion. Zuschauer, in der Tat ist das heute hier ein denkwürdiger Tag. Denn zum ersten Mal in der Parlamentsgeschichte traut sich eine Oppositionspartei, einen verfassungswidrigen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hier zu stellen. Ein einmaliger Vorgang in unserer Parlamentsgeschichte. Die Union will einen Untersuchungsausschuss und die meisten Fragen, die eine Sachverständigenanhörung ergeben hat, die gehören gar nicht zu unserer Zuständigkeit. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie wollen Hamburger Landesverwaltungshandeln untersuchen, aber dafür sind wir nicht zuständig. Dort haben wir übrigens mit Stimmen der SPD und der Grünen, auch von der FDP, einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Das an alle, die sagen, wir würden hier etwas vertuschen. In Hamburg wird der Vorgang, den Sie untersuchen wollen, längst geprüft. Und es ist auch nichts Neues.
Es wurde gesagt in den Vordiskussionen beim NSU-Untersuchungsausschuss, da hätten wir ja auch Landesverwaltungshandeln untersucht. Das ist eine ganz andere Sache gewesen. Dort haben wir gerade das Zusammenspiel zwischen Bund und Land untersucht. Das war uns wichtig, was wir hier verbessern können. Und das ist der entscheidende Unterschied zu Ihrem verfassungswidrigen Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben uns wirklich bemüht, einen Konsens hier herbeizuführen. Wir hatten Sie einmal zum Gespräch eingeladen. Wir haben vom Ausschusssekretariat eine Klarstellung angefordert. Wir haben extra eine Sachverständigenanhörung mit Rechtsexperten gemacht, um Ihnen die Rechtslage darzulegen. Und dann haben wir noch mal ein Gespräch gemacht. Wir haben Ihnen Angebote gemacht, Teil einzusetzen, weitere Gespräche. Und was war die Antwort nach dem letzten Gespräch? Wenige Minuten nach Ende dieses Gespräches hat die Union einen Sondergeschäftsordnungsausschuss beantragt und hat die Sache hier ins Plenum aufgenommen. Konsenssuche, eine einvernehmliche Lösung zu finden, das sieht anders aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir könnten es uns als SPD hier wirklich sehr, sehr einfach machen. Wir haben hier nichts zu verbergen. Der Finanzausschuss hier hat... Klären Sie erstmal die schwarzen Kassen, die Sie hatten, und die Amigo-Affären und die Maskenskandale, bevor Sie anderen Vertuschung vorwerfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fangen Sie erstmal bei sich selber an. Olaf Scholz hat keinen Fehler gemacht. Das hat der Bundesfinanzausschuss festgestellt. Das hat bis heute der Hamburger Bürgerschaftsausschuss festgestellt. Und keine der Staatsanwaltschaften hat einen Anfangsverdacht, auch nur im Ansatz gesehen. Alle Verfahren sind eingestellt. Also wir haben nichts zu verbergen. Es wäre für uns das Allereinfachste gewesen, diesen Ausschuss einfach durchzuwinken. Es wäre der langweiligste und kürzeste Untersuchungsausschuss in der Parlamentsgeschichte geworden. Und deswegen sagen wir hier ganz klar, aber auch, wir müssen unser Grundgesetz achten und die Kompetenzverteilung. Das ist der Punkt. Jeder Zeuge, den wir geladen hätten, jede Einrichtung, von der wir Unterlagen angefordert hätten, hätte ganz einfach sagen können, ich komme nicht, ich schicke keine Unterlagen, denn dieser Ausschuss ist verfassungswidrig. Und damit hätten Sie vor dem Verfassungsgericht auch Recht bekommen. Und diese Klatsche mit Ansage, die wollen wir uns ersparen. Wir wollen keinen verfassungswidrigen Untersuchungsausschuss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das bringt mich zum eigentlichen Motiv Ihres Antrags. Ihnen geht es weniger darum, dass Sie hier Sachaufklärung betreiben wollen, dass Sie hier Hinweise geben wollen, was damals alles schiefgelaufen ist, um für die Zukunft zu werben. Nein, um es mal ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, Sie wollen mit möglichst viel Dreck auf den Kanzler werfen, damit ein bisschen etwas hängen bleibt, weil Sie ganz genau wissen, dass Herr Merz oder wer auch immer dann kommt, wegen der guten Sacharbeit des Bundeskanzlers bei der Bundestagswahl keine Chance haben wird. Darum geht es Ihnen doch. Aber ich sage Ihnen ganz klar, dieses miese parteipolitische Spiel, das machen wir nicht mit. Die Ampel wird keinem verfassungswidrigen Untersuchungsausschuss zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, nachdem Sie abgelehnt haben, die wenigen Fragen, die wir und die Sachverständigen für zulässig angesehen haben, zu beschließen, den Antrag in Gänze ab. Wir sind damit in ganz eindeutiger Übereinstimmung mit der Rechtslage und der Mehrheit der Sachverständigen. Sie haben einfach versäumt, den Antrag verfassungsgemäß zu formulieren. Und deswegen können wir Ihnen das nicht durchgehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden Ihren Antrag insgesamt ablehnen. Wir achten dabei die Minderheitenrechte, das ist uns wichtig, aber es muss schon verfassungsgemäß zugehen. Wir werden deshalb immer mitstimmen, wenn es darum geht, die Minderheitenrechte zu achten. Deswegen werden wir uns auch enthalten bei Ihrem Antrag auf das Löschungsmoratorium. Wir grätschen nur dann rein, wenn Sie Verfassungsrecht brechen. Das ist bei diesem Antrag, so unsinnig er auch sein mag, weil dieser Ausschuss nicht kommen wird. Aber dort werden wir uns enthalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Johannes Fechner hat hier die Debatte eröffnet und nun gibt es eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Vielen Dank für das Wort. Wir haben ja den heißspornigen Auftritt des Kollegen Fechner von der SPD hier gerade erlebt. Und das scheint die SPD ja richtig umzutreiben, dass hier nichts ans Licht kommen soll. Ich vermute mal, der Bundeskanzler, der ja auch der SPD angehört, könnte auch einiges lernen bei dieser Debatte, die sich ja mit seinen mutmaßlichen Verfehlungen beschäftigen soll. Bestechung steht im Raum, Korruption steht im Raum, Vorteilsannahme steht im Raum, Gedächtnislücken stehen im Raum. Vor diesem Hintergrund beantrage ich die Herbeirufung des Bundeskanzlers zu dieser Debatte. Vielen Dank. Es ist ein Geschäftsordnungsantrag gestellt. Dazu kann Stellung genommen werden.
Also keine Kurzintervention, sondern ein Geschäftsordnungsantrag. Johannes Fechner nimmt dazu jetzt Stellung. Dass gerade einmal 7 AfD-Abgeordnete anwesend sind und dieses Thema für relevant halten. So viel zum Vorwurf. Bitte. Und deswegen weisen wir diesen Antrag zurück. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag. Wer dem Antrag der AfD-Fraktion vorgetragen durch den Abgeordneten Brandner zustimmen will, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die anwesenden Mitglieder der AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der CDU-CSU-Fraktion haben die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Die Linke, richtig, die Herbeirufung abgelehnt. Die anwesenden Abgeordneten der AfD-Fraktion haben zugestimmt. Damit hat eine Mehrheit die Herbeirufung abgelehnt. Herr Brandner, ich habe jetzt hier im Moment das Wort und wir haben hier im Moment keine Beschlussfassung zu verhandeln, sondern wir sind in der Debatte. Das heißt, Sie sind noch ein wenig verfrüht mit Ihren sonstigen Anliegen, aber zu gegebener Zeit können wir uns auch damit befassen. Wir fahren jetzt erstmal in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein Historiker hat sehr zutreffend gesagt, Zustand und Qualität eines parlamentarischen Regierungssystems zeigen sich am Umgang mit der Opposition. Wenn man das zum Maßstab heute anlegt, müssen wir uns langsam Sorgen machen um unser politisches System unter einer Ampelregierung. Das Recht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wird gemeinhin als das schärfste Schwert einer Opposition bezeichnet. Dieses Minderheitenrecht, das grundgesetzlich verankert ist, wollen Sie heute eiskalt hier abbügeln. Das ist in der Tat ein historisch einmaliger Vorgang. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Und das zeigt nur eins. Diese Regierung, diese regierungstragende Mehrheit geht mit der Opposition und mit dem Parlament so respektlos um wie noch keine Bundesregierung und keine Mehrheit zuvor. Und ich will die Argumente, die Sie gegen diesen Untersuchungsausschuss ins Feld führen, hier einmal durchdeklinieren. Es bleibt nichts, aber auch überhaupt nichts übrig davon. Sie betonen immer, nahezu alle Sachverständigen hätten gesagt, das ist verfassungswidrig. Sie verschweigen dabei, dass die Sachverständigen einen anderen Antrag begutachtet haben, als er heute vorliegt. In jeder Phase des Verfahrens, lieber Kollege Fechner, nach jedem Gespräch, auch nach der Anhörung, haben wir unseren Antrag geändert. Wir haben das aufgegriffen, was gesagt worden ist. Im Lichte der Anhörung haben wir den Änderungsantrag hier eingebracht. Also vollkommener Nonsens, was Sie hier erzählen. Und zum anderen, ich will nur eines sagen, wir gewichten Argumente und wir machen keinen Abzählreim. Wie viele sind dafür, wie viele sind dagegen? Gewichten wir die Argumente, dann sehen wir, natürlich ist das verfassungsgemäß, was wir hier vorlegen. Sie rekurrieren immer auf 2 Argumente. Verletzung des Bundesstaatsprinzips und eine Doppelbefassung auf Bundes- und auf Landesebene. Wenn das der Maßstab wäre, dann ist die Staatspraxis, die geübte Staatspraxis der letzten Jahre und Jahrzehnte, hätte dazu geführt, dass wir keinen einzigen Untersuchungsausschuss hier eingesetzt hätten. Und Ihre Schutzbedarf dabei ist, dass Sie diese Staatspraxis in fast jedem Fall auch noch befördert haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass wir in Ausschüssen natürlich Landesverwaltungshandeln begutachtet haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir auf Bundes- und Landesebene, zum Beispiel im Breitscheid-Untersuchungsausschuss, im NSU-Untersuchungsausschuss, diese Doppelbefassung gehabt haben. Und heute wollen Sie dagegen sein. Vollkommen unglaubwürdig, was Sie hier sagen.
Und es liegt doch auf der Hand, dass im Fall einer Bundesauftragsverwaltung, also die Länder führen für den Bund diese Gesetze aus, und gerade im Steuerrecht, der Bund einen Zugriff auf die Landesverwaltung zumindest in der Überprüfung haben muss. Das ist ja sogar das Recht des Bundesrechnungshofes. Da muss doch das Parlament und ein Untersuchungsausschuss als Teil eines Parlaments genauso dieses Untersuchungsrecht haben. Deshalb, meine Damen, meine Herren, alles vorgeschoben. Was folgt denn jetzt daraus, wenn Sie das ablehnen? Daraus folgt zweierlei. Das Erste ist, wir werden vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Wir werden dieses grundlegende Recht einer Opposition einklagen. Und seien Sie gefasst, wir werden das aufklären. Und die zweite Frage ist eine politische. Die zweite Frage und Folge ist eine politische. Wovor hat der Bundeskanzler Olaf Scholz eigentlich Angst? Warum hat er die Hosen gestrichen voll? Was hat er zu verbergen? Es wäre doch ein leichtes, sich dem Untersuchungsausschuss zu stellen. Sehen Sie, er hat sich am Wochenende im Sommerinterview mit John Wayne nicht verklärt, gesagt, ich bin halt nicht wie John Wayne. Es wäre gut, wenn er wie John Wayne wäre und den Rollen, die er verkörpert hat. Der war mutig, der war ehrlich, der ist keine Herausforderung ausgewichen. Der Kanzler zieht den Schwanz ein, er stellt sich nicht einen solchen Untersuchungsausschuss. Wenn er nichts zu befürchten hätte, würde er das tun. Wir wollen die Wahrheit wissen und wir werden das aufklären. Viel Applaus aus der Unionsfraktion, die wirklich sehr zahlreich hier vor Ort ist. Natürlich, sie ist es ja auch, die hier einen Untersuchungsausschuss einberufen möchte. Für die Grünen-Fraktion spricht nun der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch. Als wir über den Geschäftsordnungsantrag abgestimmt haben, gegeben war. Und ich habe das jetzt gerade nicht gehört. Wir wollen jetzt hier nicht in Nebenschauplätze ausweichen. Sie wissen, was passiert, wenn Sie die Sitzungsleitung entsprechend kritisieren. Ich denke, wir haben hier einen ernsthaften Beratungsgegenstand und um den kümmern wir uns. Und da kann man dann auch hart in der Sache damit entsprechend umgehen. Das war jetzt die Erläuterung sowohl für alle anwesenden Abgeordneten als auch für diejenigen, die uns hier mit großem Interesse folgen. Und wir werden sehen, was die Debatte und die dann folgenden Abstimmungen uns heute noch bringen. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Andreas Audretsch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Diese Debatte heute hier ist für mich eine der wichtigsten und relevantesten, die wir in dieser Sitzungswoche führen. Wir reden heute über sehr Grundsätzliches. Wir reden darüber, wie wir hier im Bundestag unsere Demokratie gemeinsam organisieren. Und deswegen ist das für mich auch nicht der Moment für scharfe Reden. Das ist nicht der Moment für Attacken, sondern das ist für mich ein Moment, den wir mit größter Ernsthaftigkeit hier besprechen müssen. Drei Punkte sind mir wichtig in dieser Debatte. Der erste Punkt: Aufklärung und Transparenz sind ein Merkmal dessen, was wir als Grüne Bundestagsfraktion immer hochgehalten haben. Das haben wir hochgehalten im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz oder auch jetzt im Untersuchungsausschuss zum Abzug aus Afghanistan. Und diese Haltung, die bleibt, diese Haltung, die stellen wir auch weiterhin in den Kern unserer Arbeit. Daran ändert sich nichts. Der zweite Punkt. Die Rechte von Minderheiten hier im Deutschen Bundestag sind für uns von allergrößter Bedeutung. Hier geht es um Grundfragen der Demokratie. Wir haben nicht vergessen, dass Norbert Lammert in einer Zeit, in der die Große Koalition hier stattgefunden hat, Minderheitenrechte in diesem Haus garantiert hat. Das haben wir nicht vergessen. Und deswegen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Bundestagsfraktion der Grünen weiterhin hier für die Minderheitenrechte eintreten. Da gibt es keine Zweifel und nichts zu deuteln. Der dritte Punkt. Wir haben alle hier im Hohen Haus als Bundestagsabgeordnete
die Aufgabe, entsprechend unserer Verfassung zu agieren. Und wir haben die Aufgabe, uns auch immer wieder selbst zu prüfen, ob wir dem gerecht werden. Und das ist die Grundlage und das ist die Folie, vor der wir Ihren Antrag geprüft haben und auch bewertet haben. Und wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben direkt zu Beginn das Ausschusssekretariat gebeten, eine rechtliche Einschätzung zu dem Thema zu geben. Wir haben im Anschluss eine Sachverständigenanhörung gemacht, um intensiv uns mit Expertinnen und Experten darüber auseinanderzusetzen, wie dieser Antrag zu bewerten ist. Und ich glaube, alle haben am Ende gesehen, dass der Antrag, wie Sie ihn gestellt hatten, so nicht verfassungskonform ist. Das wird abschließend das Bundesverfassungsgericht beurteilen. Aber wir brauchen eine Grundlage, auf der wir das beurteilen. Das sind die Sachverständigen in der Anhörung. Das Ergebnis war sehr eindeutig. Wir haben Ihnen dann sehr oft die Möglichkeit gegeben, auch zu reagieren, zu verändern. Wir haben Gespräche geführt. Wir haben nicht gesehen, dass eine substanzielle Änderung von Ihnen gewünscht war. Und deswegen bleibt uns heute hier nur, und es ist keine leichte Entscheidung, den Antrag, den Sie gestellt hat, hier auch im Bundestag abzulehnen. Herzlichen Dank. Andreas Audretsch hat hier noch einmal begründet, warum hier dieser Antrag abgelehnt wird. Die Union will nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das hat sie schon angekündigt. Kai Gottschalk spricht als nächstes für die AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Bürger, es geht auch um Ihre verfassungsmäßigen Rechte. Am 10.11.22 führte ich in meiner Rede bezüglich Cum-Ex aus, ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin: Wir befinden uns neben den vielen aktuellen dramatischen Krisen auch obendrein in einer Vertrauenskrise. Herr Bundeskanzler Scholz, der natürlich wieder nicht da ist. Diese wachsen sich, meine Damen und Herren, und das ist mit dem heutigen Tag klar, mit dem Verhalten der Schuldenkoalition ist es ein nie dagewesener Anschlag, so muss man es nennen, von noch nie dagewesener Qualität auf das Minderheitenrecht der Opposition, meine Damen und Herren. Dies ist nichts anderes, und man muss es so deutlich sagen, als Delegitimierung der Demokratie. Und ich möchte noch hinzufügen, aber er ist ja immer noch nicht da, haben Sie Angst vor der Wahrheit. Ganz zu schweigen, Herr Audretsch, das war eine unglaubliche Rede hier eben, vom undemokratischen und niederträchtigen Verhalten Ihrerseits gegenüber der zweitgrößten Oppositionspartei. Sie haben uns, Herr Fichtner, und Sie mussten das sogar in Sitzung einräumen, von jedwedigen Schriftwechseln, Schriftverkehr oder informellen Treffen ferngehalten, meine Damen und Herren. Also nehmen Sie hier nicht das hohe Wort in den Mund, Sie würden Minderheiten respektieren. Das tun Sie wahrscheinlich nur bei Ihren Kleberklebern und Ihren Kraftwerksgegnern, einer linken Klientel, die in Teilen wirklich verfasst. Widrig ist. Das sind Linksradikale und der Haltmann. Vielleicht sollten Sie da langsam mal hinschauen. Es wird höchste Zeit, liebe Bürger, und Sie sollten da wach werden, was diese Damen und Herren hier angeht, eine Brandmauer gegen Grüne aufzubauen. Und das ist auch an die Adresse der CDU. Das bedeutet nämlich einen Schutzwall vor grüner Enteignung, Bevormundung. Und das sind die größten Feinde von Freiheit und Demokratie, meine Damen und Herren. Das haben Sie mit Ihrem Verhalten, da brauchen Sie jetzt sich auch nicht aufzublasen, im AWG hat es deutlich dokumentiert, dass die FDP hier mal wieder mitmacht und sich quasi auch so ein bisschen als Steigbügelhalter weiter betätigt. Das bedarf keiner Erwähnung mehr an dieser Stelle. Es gehört schon, Herr Fichtner, ein besonderes linkes Maß an Finanztheorieverständnis dazu, zu meinen, dass Sie die Kapitalertragssteuer, meine Damen und Herren, das ist nämlich der wesentliche Punkt bei Cum-Ex, die zu 50% dem Bund und zu 50% dem Land zusteht, nicht durch Artikel 85 Absatz 4 Grundgesetz sozusagen abgedeckt sehen. Wenn man das nämlich täte, bedeutet das, dass der Bund hier nicht nur eine indirekte Aufsicht über die Rechtmäßigkeit des Handelns der Landesverwaltung in Hamburg unter Ihrem damaligen Bürgermeister und jetzigen Kanzler zusteht, sondern auch eine direkte Untersuchungskompetenz, die dann eben auch die Zweckmäßigkeit des Handelns einer Landesbehörde untersuchen darf, meine Damen und Herren. Was Sie hier also begehen, und das muss man ganz klar sagen, ist ein ganz bewusster Verfassungsbruch am heutigen Tage. So konnten Sie, und man muss es, ich tut mir leid, wenn man das sagt an der Stelle, Sie meinen jetzt mit Masse statt Klasse und weil Sie 5 Sachverständige aufgefahren haben, die alle samt in der Anhörung, und das muss man doch sagen, wer dabei gewesen ist, nicht überzeugen konnten. Eine Dame kippte sogar fast in die Richtung des Professors Christian Waldhoff, der übrigens nur geringfügig der Verfasser dieses PUA-Kommentars seit Jahren ist, eine anerkannte Kompetenz. Und dieser Herr hat eindeutig gesagt, dass der Antrag sogar in der ursprünglichen Form absolut verfassungswidrig ist. Schämen Sie sich, meine Damen und Herren von der SPD.
Sie handeln hier, und das haben Sie belegt, gegen besseres Wissen. Vielleicht wollen Sie auch die Zeit nutzen. Bei Wirecard kam uns das manchmal so vor, dass Akten aus Versehen verstellt werden. Vielleicht werden auch irgendwelche Mails wieder gelöscht, weil alle paar Jahre in einem bestimmten Rhythmus ja auch Mails vom Bundeskanzler damals gelöscht worden waren und dann nicht mehr auffindbar waren. Meine Damen und Herren, Sie überschreiten hier heute eine rote Linie, was die Minderheitenrechte der Opposition angeht. Und sollte, und davon bin ich fest überzeugt, das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum selbigen Urteil kommen, und da stimme ich den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU zu, bleibt dieser ganzen Schuldenkoalition, sofern sie auch noch einen Hauch von Anstand empfinden, nichts anderes übrig, als endlich komplett zurückzutreten und den Weg für vorzeitige Neuwahlen frei zu machen. Sie sind eine Schande für unser Land. Das Wort hat Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn die Koalition heute den Antrag der Union auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses ablehnen wird, dann ist es sicherlich keine Kleinigkeit. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung, die auch wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Recht der Opposition, mit qualifizierter Minderheit einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, ist ein wichtiges Minderheitenrecht, entspringt aus der Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Und diese Funktion ist gewiss ein elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Aber es gibt auch andere elementare Bestandteile unserer Demokratie. Dazu gehört der Föderalismus. Dazu gehört, dass unser Grundgesetz den Ländern und dem Bund unterschiedliche Aufgaben zuweist. Es gibt eine Aufgabenzuweisung an die Länder, die Landesregierungen, die Landesbehörden. Und es gibt eine Aufgabenzuweisung an den Bundestag, die Bundesregierung, an die Bundesbehörden. Und der Kontrollraum, der den Parlamenten zugewiesen ist, folgt der Aufgabenzuweisung an Landesregierungen und Landesbehörden. Landtage kontrollieren demgemäß Landesregierungen und Landesbehörden. Der Bundestag kontrolliert die Bundesregierung und Bundesbehörden. Und wir verlassen die Debatte an dieser Stelle. Es wird wahrscheinlich noch weiterhin diskutiert. Ab 8.45 Uhr wieder für Sie da mit einem nicht weniger emotionalen Thema. Es geht um Suizidhilfe, ob es dort eine Reform gibt. Wir fangen an mit einem Interview mit Lars Castellucci von der SPD und Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Jetzt geht es aber erst einmal im Bonner Studio weiter mit Maja Weber. Prozessordnung arbeitet, der Zeugen vorladen und sogar vorführen lassen kann, der Dokumente sich vorlegen lassen und sogar beschlagnahmen kann. All das kann man nicht außerhalb der rechtsstaatlichen Ordnung und der Verfassung tun. Nur mit der Begründung, das interessiert uns halt. Und nun ist der Punkt, dass von den 19 Punkten Ihres Antrages jedenfalls 14 das reine Verhalten der Landesbehörden und der Landesregierung der Freien und Sachsen Stadt Hamburg gerügt Kollege haben. Thomé, und das ist das Kollege Problem. Thomé, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Ulrich? Ja, gerne, Kollege Ulrich. Vielen Dank, Herr Kollege Thomé, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich durfte für unsere Fraktion sowohl Mitglied im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz als auch NSU II sein. Und wir haben in beiden Untersuchungsausschüssen das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern im Bereich der Sicherheitsbehörden untersucht. Im Bereich des Sicherheits- und Polizeirechts sogar so, dass die Länder eine eigene, originäre Zuständigkeit haben. Und wir haben trotzdem zulässigerweise einen Untersuchungsauftrag gehabt. Nun ist es sogar im Bereich des Steuerrechts so, dass ich Sie gerne darüber belehren möchte, dass wir eine Bundesauftragsverwaltung haben und es eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die Steuerpolitik, aber auch für den Steuervollzug gibt. Warum soll das, was im getrennteren Sicherheitsbereich zulässig ist, nicht für den noch enger gefassten Bereich
des Steuerrechts gelten? Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Ja, Herr Kollege Dr. Ulrich. Genau auf diesen Punkt habe ich übrigens ich persönlich und wir als Koalition Sie in den berichterstattenden Runden hingewiesen. Sie könnten nämlich, das habe ich persönlich anhand der Nummer 2, mal als der Nummer 2 Ihres Antrags, also Nummer 2, als Beispiel angeführt, wie man es machen könnte. Man hätte nämlich sagen können, wir stellen als Untersuchungsfrage, ob die Bundesregierung, dann habe ich die Verbindung hergestellt, die Sie vorher beim NSU auch erwähnt hatten, bei Breitscheidplatz, ob die Bundesregierung ihrer Pflicht nachgekommen ist, Aufsicht auszuüben über die Länderfinanzverwaltung. Wenn man diesen Antrag so gestellt hätte, dann wäre der Antrag des Bundestages an die Bundesregierung adressiert gewesen. Dann hätten Sie übrigens genau das gleiche Ziel auch erreichen können. Denn wenn man formuliert hätte, ob die Bundesregierung ihrer Kontrollpflicht nachkommt gegenüber den Länderfinanzverwaltungen hinsichtlich eines bestimmten Fehlverhaltens, das sie behaupten, dann wäre dieses Fehlverhalten implizit mitgeprüft worden. Sie wären also zum gleichen Ergebnis gelangt und hätten den Antrag verfassungsgemäß formuliert. Das wäre möglich gewesen, haben Sie aber nicht getan. Es gibt mir aber Ihre Zwischenfrage Gelegenheit, die Frage zu stellen, warum eigentlich nicht? Warum ist denn die Union diesen Vorschlag, den wir unterbreitet haben und den ich persönlich gemacht habe, den Antrag auf diese Weise verfassungsgemäß umzumodellieren, nicht nachgekommen? Jetzt kann ich nur spekulieren und annehmen, warum das vielleicht nicht der Fall gewesen ist. Naja, gut, weil die damalige Bundesregierung, die diesen Prüf- und Kontrollauftrag gehabt hätte, von der Union geführt worden ist und demgemäß eben eine Bundeskanzlerin der Union, ein Bundesfinanzminister der Union in den Fokus dieser Prüfung geraten wäre. Und das wollten Sie wahrscheinlich vermeiden. Das ist vielleicht der Grund, weshalb Sie den Hinweis an uns, die keineswegs vage gewesen, Herr Kollege Schnieder, sehr konkret, ich muss Ihnen ja nicht jeden einzelnen Punkt umformulieren, dem sind Sie nicht gefolgt. Und das kann meines Erachtens nur diesen Grund haben. Wir haben wahrlich gründlich geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Antrag zu beschließen und den PUR einzusetzen, vielleicht auch im Weg einer Teilabstimmung, einer sabbatorischen Reduktion, nur diejenigen Teile zu beschließen, die verfassungsgemäß sind. Da muss aber die Sachverständige in der Anhörung deutlich gesagt, dass das geht nicht, weil eine solche Reduzierung, eine solche Teilabstimmung des Antrags eben eine Änderung des Antrages ist. Ein Antrag, der nur ein Teil Ihrer Anträge umfasst, ist ein anderer Antrag. Und was wir eben nicht tun können als Mehrheit, ist, Ihren Antrag umzuformen, Ihnen sozusagen einen geänderten, gekürzten, einen damit anderen Antrag sozusagen in den Rachen zu stopfen und Sie deswegen herunterzuschlucken. Das geht nicht. Und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit. Die Möglichkeit heißt alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Und da Ihr Antrag verfassungswidrige Teile enthält, können wir als Bundestag nicht sehenden Auges einen Antrag beschließen, der nicht auf dem Boden der Fassung steht. Und deswegen müssen wir diesen Antrag heute ablehnen, weil ansonsten wir einen Antrag beschließen würden, der nicht verfassungsgemäß ist. Vielen Dank. Das Wort hat Christian Görke für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, irgendwie scheint die Amnesie des Kanzlers hier ansteckend zu sein. Seitdem wir in diesem Hohen Haus das erste Mal über die Rolle von Olaf Scholz im Barbu-Skandal debattiert haben, versucht die Ampel in einer schizophren anmutenden Fingerhakelei allerhand verfassungsrechtliche Figuckchen hier anzustellen, um den Untersuchungsgegenstand so klein wie möglich zu machen. Und liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, lassen Sie sich eins sagen. Die Menschen da draußen
haben ein Recht darauf, dass dieser finanzpolitische Skandal auch mit allen erforderlichen Mitteln und Ressourcen hier im Deutschen Bundestag aufgeklärt wird. Auch Sie, Herr Dr. Fechner, auch Sie sind in dieses Parlament gewählt worden, um für diese Transparenz zu sorgen und Licht ins Dunkle zu bringen. Sie sind Abgeordnete dieses Deutschen Bundestages und nicht die politischen Bodyguards hier dieses Kanzlers, meine Damen und Herren. Und dass Sie nun versuchen, angesichts der öffentlich gewordenen Faktenlage um Herrn Scholz Ihr Heil in der verfassungsrechtlichen Halsspalterei zu suchen, ist durchaus verständlich. Das verstehe ich. Denn Sie können eben nicht erklären, warum der damalige erste Bürgermeister sich dreimal mit dem Warburg-Chef Olarius traf, als schon längst gegen ihn ermittelt wurde. Und Sie können auch nicht erklären, warum Scholz zum Hörer griff und den Bankenchef selbst anrief und ihn dann bat, die Verteidigungsschrift des Bankers an den Finanzsenator zu schicken. Mit großem Erfolg, denn kurz darauf wurde die Steuerrückforderung gegenüber der Warburg Bank von 47 Millionen Euro erlassen. Übrigens eine Steuer, die zu 50% dem Bund gehört. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP und den Grünen, was Sie ja heute beide als ehemalige Oppositionsfraktion in diesem Deutschen Bundestag veranstalten, schlägt dem Fass den Boden aus. Soll ich Ihnen noch mal die Zitate von Lisa Paus oder Dr. Florian Tonka aus der letzten Zeit zur Causa Scholz einfach noch mal vorlesen? Ich habe sie Ihnen noch mal mitgebracht. Heute, ich verstehe Ihre Aufregung, heute mutieren Sie nämlich zu politischen Türstehern, die ihren Willen zur Aufklärung mit diesem neuen Koalitionsvertrag nämlich abgegeben haben, meine Damen und Herren. Und Sie, liebe Grüne, und das muss ich schon sagen, trotz des sachlichen Tons vorhin, Sie sind in der Sache ein Totalausfall. Denn Sie stehen mit Ihrem Agieren nicht mehr an der Seite der Aufklärung, sondern an der Seite der Vertuscher hier. Und dafür sollten Sie sich schämen. Meine Damen und Herren, wir als Linke wollen, dass der Scholz-Warburg-Untersuchungsausschuss zügig eingesetzt wird, und zwar heute. Und deshalb beenden Sie, meine Damen und Herren der Koalition, Ihre Blockadehaltung und stellen Sie die Glaubwürdigkeit dieses Parlaments mit einem anderen Votum wieder her. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Jens Zimmermann für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein wichtiges Recht der Opposition, Untersuchungsausschüsse einsetzen zu können. Und wir als SPD stehen eindeutig zu diesem Recht, meine Damen und Herren. Es ist aber auch Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass dieses Recht nicht missbraucht wird. Und genau das machen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wider besseren Wissens, meine Damen und Herren. Das wird schon daran deutlich, dass das Aufklärungsinteresse nicht deutlich wird. Denn seit 2,5 Jahren tagt in Hamburg ein Untersuchungsausschuss. Und alle Fragen, die man stellen kann, sind in Hamburg schon mehrfach gestellt worden. Also kann man ja schon gar nicht sagen, da muss etwas aufgeklärt werden. Denn seit 2,5 Jahren sind das auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Bürgerschaft, die dort Fragen stellen. Sie haben offenbar kein Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg. Das muss man darauf schließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fun Fact am Rande, ich war selbst vorgeladen vor den Untersuchungsausschuss in Hamburg. Ich wurde aber wieder ausgeladen, weil dort irgendwie dann das Interesse doch nachgelassen hat. Das ist ja auch interessant, denn ganz offensichtlich hat man in Hamburg schon ziemlich viel rausgefunden. Man hat in Hamburg rausgefunden, dass im Fall Warburg kein finanzieller Schaden für den Staat entstanden ist. Das muss man immer mal wieder unterstreichen. Die Bank hat sogar mit Verzinsung zahlen müssen am Ende, und da können Sie noch so oft, wie Sie wollen, etwas anderes behaupten. Und wie ich sage, alle Fragen, die man stellen kann,
sind in Hamburg gestellt worden. Sämtliche Beamtinnen und Beamten, die in Frage kommen, mussten in Hamburg vor dem Untersuchungsausschuss auftreten. Es waren in den 2,5 Jahren dort über 50 Zeuginnen und Zeugen, die vernommen wurden. Alle haben übereinstimmend aber eins gesagt: Es gab dort keine politische Einflussnahme. Das passt nicht in Ihr Bild, aber es ist das, was dort ausgesagt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn ich kann es, auch wenn Sie etwas anderes hier suggerieren wollen, immer nur wiederholen. Da ist nichts, da war nichts. Und Ihre offenen Fragen, es gibt sie einfach nicht. Und das müssten Sie einfach mittlerweile auch mal zur Kenntnis nehmen. Es ist ganz klar, die Union versucht hier ein wichtiges parlamentarisches Kontrollrecht zu missbrauchen, und sie beschädigt damit die Institutionen hier im Haus. Herr Zimmermann. Und man kann damit nur zu einem Schluss kommen, meine Damen und Herren. Kollege Zimmermann. Sie arbeiten mit Tricks, wir arbeiten mit dem Grundgesetz. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. Matthias Mittelberg für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich würde mal versuchen, zur Sachlichkeit zurückzukommen. Ja, spielen wir das doch einfach mal gedanklich durch, wenn wir Ihrer Argumentation, Herr Fechner, Herr Zimmermann, folgen würden. Und wenn das Bundesverfassungsgericht Ihrer Argumentation folgen würde, hätte es wahrscheinlich den größeren Teil der Untersuchungsausschüsse, die es hier im Bundestag gegeben hat bisher, die hätte es gar nicht geben dürfen. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen sehr deutlich machen. Eben ist schon auf den Fall vom Kollegen Ulrich, auf den Fall Anis Amri verwiesen worden. Wenn wir Ihrer Argumentation gefolgt hätten und das Bundesverfassungsgericht das tun würde, hätten wir diesen Fall nur in insgesamt 5 Untersuchungsausschüssen, nämlich im Bund und in 4 verschiedenen Bundesländern, untersuchen dürfen. Wir hätten im Bund genau nur prüfen dürfen, ob im Asylverfahren ordnungsgemäß mit Herrn Amri umgegangen wurde. Und wir hätten in jedem der einzelnen Bundesländer, in Nordrhein-Westfalen, wo er sich aufgehalten hat, in Niedersachsen, wo er möglicherweise radikalisiert wurde von Abu Wala in einer Moschee, in Baden-Württemberg, wo er in Abschiebegewahrsam war, und in Berlin, wo schließlich der Anschlag passierte, da hätte jeweils in den Landesparlamenten genau dieser Abschnitt des Geschehens untersucht werden dürfen. Das Ganze in toto hätte nicht untersucht werden dürfen, wenn wir Ihrer Theorie folgen würden. Und den Untersuchungsausschuss Gorleben, das ist das andere Beispiel, den hätte es hier auch nie geben dürfen. Sie monieren, dass wir einige Finanzbeamte und möglicherweise auch einen Senator und einen früheren Bürgermeister aus Hamburg hier um Aussage gebeten hätten und Akten aus Hamburg angefordert hätten. Im Gorleben-Untersuchungsausschuss sind aus allen Landesministerien stapelweise Akten angefordert worden zu der Frage, wie ist es zu der Standortentscheidung für Gorleben gekommen. Und es sind alle damals noch lebenden Mitglieder des niedersächsischen Kabinetts befragt worden. Herr Leisler-Kiep ist mit 85 Jahren hier erschienen und hat noch aus seinem Tagebuch vorgelesen. Das alles hätte es nicht geben dürfen, weil es ja die Interna der Entscheidungsfindung in einer Landesregierung betroffen hat. Trotzdem hat der Deutsche Bundestag das damals untersucht. Und die Eigenstaatlichkeit Niedersachsens hat jedenfalls, wenn ich das heute feststelle, bislang nicht darunter gelitten. Das Land Niedersachsen hat es überstanden, dass einige Landesbeamte hier ausgesagt haben zur Sache und dass auch Minister sich zur Sache geäußert haben und hier befragt wurden. Und genauso ist es in diesem Fall. Und es ist in der Bundesauftragsverwaltung. Und die unterscheidet sich, und darauf hat der Kollege Ulrich gerade hingewiesen, sehr deutlich von den anderen genannten Fällen. Hier geht es um Gesetzgebung des Bundes, um Vollstreckung von Bundesrecht. Und die Länder sind hier nur als verlängerter, als technischer Arm des Bundes unterwegs. Und deswegen hat der Bund das Recht, dieses Verfahren vollständig
bis in die letzte Instanz zu überprüfen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich beneide Sie um vieles. Die eine Sache ist die, dass Sie selten in der Minderheit sind, in den vergangenen Jahrzehnten selten gewesen sind. Das zweite ist Ihr theatralisches Talent heute. Ich würde meinen Beitrag mal unter das Motto stellen, jetzt stellen wir uns mal alle nicht döfer, als wir sind. Dieser Tagesordnungspunkt heißt Cum-Ex-Untersuchungsausschuss und es gab einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der 18. Wahlperiode von meinem früheren Kollegen Gerhard Schick angeregt, bei dem Ihr Schluss war im Mehrheitsvotum, es ist alles super gelaufen, der Bund hat alles richtig gemacht, die Länder haben alles richtig gemacht. Es gab einen Schluss aus diesem Untersuchungsausschuss, der hieß, wir müssen Hinweisgeber besser schützen. Darüber haben wir dieses Jahr noch diskutiert und Sie haben es abgelehnt, dass wir den Hinweisgeberschutz auch auf nationales Recht ausdehnen. Das heißt, kein Hinweisgeber in diesem Cum-Ex-Skandal wäre nach Ihrem Willen geschützt gewesen. So viel zum Aufklärungswillen der Union. Es gibt Merkwürdigkeiten in Hamburg, das sehe ich auch so. Und an Merkwürdigkeiten sollte man sich erinnern können, deswegen heißt es merkwürdig. Aber wir müssen bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses die bundesstaatlichen Grenzen beachten. Und Herr Mittelberg, ich will es Ihnen noch mal ganz kompakt machen. Stellen wir uns nicht dümmer, als wir sind. Auch Sie wissen es. Es gibt einen Unterschied zwischen Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsmitteln. Und der Ausschuss Gorleben, den Sie gerade als Beispiel anführen, ich zitiere aus der Drucksache 17-1250, hatte den Gegenstand ausgehend von der mit Kabinettsbeschluss vom 13. Juli 1983 getroffenen zentralen Lenkungsentscheidung der Bundesregierung, sich bei der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf die untertägige Erkundung des Standorts Gorlebens zu beschränken. Es ging um den Gegenstand der Entscheidung einer Bundesregierung. Sie verwechseln Aufklärungsmittel mit Aufklärungsgegenstand. Und ich glaube, und wir wissen das alle, Sie können es besser. Wir haben Ihnen viele Brücken gebaut. Ich hätte gerne angefangen mit den durchaus spannenden Fragen, denn ein Teil Ihres Antrags ist auch aus meiner Sicht durchaus untersuchbar, auch im Bund. Ich hätte gerne damit angefangen, mit Ihrer Zustimmung. Die Sachverständigen haben uns alle gesagt, es geht nur mit Ihrer Zustimmung. Ich bin leider davon überzeugt, stellen wir uns nicht dümmer, als wir sind. Sie wollten von Anfang an nach Karlsruhe. Karlsruhe wird Ihnen jetzt Hinweise geben, wie der Antrag richtig zu stellen ist. Frau Kollegin, erlauben Sie eine, Zwischenfrage. Sonst der Wahrheit näher kommen. Vielen Dank. Erlauben Sie eine Zwischenfrage noch oder Endfrage? Ich wäre fertig, aber gerne. Bitte. Vielen Dank, Frau Kollegin Rottmann, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es bei dem Untersuchungsausschuss Gorleben um die Endlagebestimmung am Ende des Bundes ging. Genau. Aber ist es auch der Fall gewesen in diesem Ausschuss, das frage ich Sie, dass natürlich zuvorderst die Standortentscheidung in Niedersachsen und der niedersächsischen Landesregierung zur Prüfung stand in diesem Ausschuss. Das heißt, dass also in tiefste Interna der Willensbildung der niedersächsischen Landesregierung auf Verfassungsebene, dass das Untersuchungsgegenstand des Bundestagsuntersuchungsausschusses war? Es war, also ich habe ja eben den Untersuchungsgegenstand zitiert, wörtlich zitiert, wie er damals verabschiedet wurde hier vom Deutschen Bundestag. Und Sie waren ja mit uns in der Sachverständigenanhörung. Mir geht es so, ich bin da relativ offen reingegangen, weil das wirklich ein offenes rechtliches Feld ist. Aber wenn mir ein Professor Möllers, ein Professor Sauer, eine Frau Professorin Jelena von Achenbach, ein Professor Schönberger sagen, es braucht einen Selbstzweck des Untersuchungsausschusses, der sich auf den Bund bezieht,
Das haben die alle gesagt, auch ihre Gutachter haben ja gesagt, die Bund-Länder, das Spannungsverhältnis ist ein Thema, da brauchen wir einen richtigen Obersatz. Und es Ihnen, und Sie sind alles kluge Leute und haben begabte Juristen bei Ihnen in der Fraktion, nicht gelingt in den Untersuchungsgegenstand diesen Selbstzweck, es geht um Handeln des Bundes, hineinzuschreiben, dann kann ich nur sagen, stelle ich mich nicht dümmer als ich bin, wollten Sie von Anfang an nach Karlsruhe. Vielen Dank, Frau Kollegin Rottmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthilde Wittmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist grundgesetzlich geschütztes Minderheitenrecht aus Artikel 44 Grundgesetz. Und jetzt, meine lieben Ampelkolleginnen und Kollegen, sage ich Ihnen mal, wie man damit umgeht, wenn man einer Minderheit auch ihre Rechte bewahren will. In der 18. Wahlperiode haben wir dieses grundgesetzlich festgelegte Quorum von 25% auf 19% gesenkt, weil die Opposition damals nur eine Stärke von 20% hatte, damit sie immer die Möglichkeit hat, ihre Minderheitenrechte zu wahren. So geht Respekt vor Minderheiten. Und ich bin außerordentlich dankbar, dass Sie sich daran erinnern können, weil das Nicht-Erinnern, ich sage immer, die 26. September-Amnestie ist bei Ihnen ja eigentlich durchgängig vorhanden. Wunderbar. Und wenn Sie, Frau Dr. Rottmann, sagen, wir wären gerne von Anfang an, wollten wir unbedingt nach Karlsruhe gehen. Nein, Sie lassen uns einfach keine andere Wahl, weil Sie in geradezu schamloser Art und Weise erneut die Rechte dieses Parlaments mit Füßen treten, weil Sie die parlamentarischen Institutionen und unser Grundgesetz lächerlich machen und weil Sie damit den demokratischen Grundkonsens, den wir immer hatten in diesem Parlament und in unserem Land, schwächen. Und meine Damen und Herren, Sie unterminieren zum wiederholten Mal die Demokratie in diesem Lande. Sie haben es beim Wahlrecht getan, indem Sie glauben, Sie dürfen bestimmen, welcher Bürger wie viel Recht und wie viel Gewicht in seiner Stimme hat. Und auch das wird Karlsruhe Ihnen sagen. Und jetzt kommen wir zur Sache. Die Kapitalertragssteuern sind Aufgabenverwaltung des Bundes. Und es ist eben nicht die freie Entscheidung der Länder oder Kommunen, auf etwas zu verzichten oder nicht, weil sie damit unmittelbar in die Budgethoheit dieses Bundes eingreifen. Und die Budgethoheit ist Parlamentshoheit, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rottmann? Ja, gerne. Frau Kollegin Rottmann, Sie dürfen die Frage stellen oder was sagen. Kollegin Wittmann, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich erinnere mich an einen Untersuchungsausschuss, das war der Zwick-Untersuchungsausschuss, da ging es um die Durchsetzung von Steuerforderungen, der ist aber im Bayerischen Landtag gewesen. Aber meine Frage ist, in der Sachverständigenanhörung gab es eine Frage, die mir keiner der Kollegen der Union beantwortet hat und die im Raum stand. Sind Sie auch der Auffassung, dass ein Landtag einen Untersuchungsausschuss über das Handeln der Bundesregierung durchführen könnte? Sehr geehrte Frau Dr. Rottmann, das beantworte ich sehr gerne. Wenn der Bundestag oder die Bundesverwaltung im Auftrag des Landes etwas vollziehen würde, dann könnte auch ein Landtag dieses tun. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und deswegen, ich komme zurück zur Budgethoheit, ist es selbstverständlich das ureigenste Recht dieses Parlaments, nachzuprüfen, ob denn und wie Ihr amtierender Bundeskanzler mit diesem Budgetrecht umgeht. Es handelt sich nicht um Ihr Geld, es handelt sich um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und genauso zentral ist es, dass wir gleiche Bedingungen herstellen und dieses überwachen, wo in Deutschland und wer Steuern zahlt, nämlich für alle gleich. Und dieses haben wir
deswegen auch durchzusetzen. Und meine Damen und Herren, der heutige Bundeskanzler war zum Zeitpunkt dieses wirklich skandalösen Versuches, unberechtigt erschlichene Steuern nicht zurückzahlen zu müssen, Steuererstattungen nicht zurückzahlen zu müssen, verantwortlicher erster Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und damit war er Chef dieser Finanzverwaltung und dafür zuständig, dass es ordentliches Handeln gibt. Doch, er ist oberster Verwaltungschef gewesen. Und ich kann nur hoffen, dass er sich wenigstens erinnert, dass er erster Bürgermeister von Hamburg war. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wittmann. Letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Frauke Heiligenstedt, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Unionsantrag sei insgesamt rechtswidrig, die Kompetenzgrenze sei überschritten worden. Der Antrag der Unionsfraktion sei nur in Teilen verfassungsrechtlich zulässig. Es könne keine Pflicht des Bundestages geben, einen rechtswidrigen Einsetzungsbeschluss zu fassen. Und die frühere Tätigkeit in einer Landesregierung gehöre nicht dazu, was ein Untersuchungsausschuss des Bundestages überprüfen könne. Und die Kontrolle einer Landesregierung gehöre nicht zum Aufgabenbereich des Bundestages. Ich könnte noch mehr aufzählen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was die Sachverständigen zu Ihrem Antrag meinen. Wenn es noch eines deutlichen Hinweises bedurfte, so hat die spätestens mit der Anhörung der Sachverständigen sich das geklärt. Sie haben nicht das Recht, auch nicht ein Minderheitenrecht, im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages das Amtshandeln der hamburgischen Landesregierung zu kontrollieren und zu überprüfen. Sie hätten das Recht, die damalige amtierende Bundesregierung und ihr Handeln zu überprüfen. Ich muss nicht extra erwähnen, wer damals amtierende Bundeskanzlerin war und wer zu welcher Fraktion die amtierenden Finanzminister gehörten. Und ich habe bereits in der ersten Debatte zu Ihrem Antrag ausgeführt, der Bundestag ist keine nächsthöhere Instanz bezüglich der Kontrolle von Landesregierungen. Ihr Antrag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion, ist und bleibt daher mindestens in großen Teilen verfassungswidrig. Und was macht man mit einem überwiegend verfassungsrechtlich widrigen Antrag? Es ist Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion, diesen Antrag zurückzuziehen. Und stattdessen veranstalten Sie hier Politikklamauk. Sie leisten damit dem Ansehen der Demokratie einen Bärendienst. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein hohes Gut in der Kontrolle von Regierungshandeln durch die Parlamente. Sie jedoch missbrauchen dieses hohe Gut. Sie müssen sich auch nicht wundern, wenn sich viele Menschen auch von einer solchen Politik abwenden. Eins ist jedenfalls klar, meine Kolleginnen und Kollegen können nicht dazu gezwungen werden, einem offensichtlich verfassungswidrigen Untersuchungsauftrag zuzustimmen. Auch wenn Sie mit dem Minderheitenrecht den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses stellen, so macht das den Untersuchungsauftrag nicht verfassungsgemäß. Minderheitenrechte dürfen jedenfalls nicht dazu führen, dass ein Bundestag einen verfassungswidrigen Untersuchungsauftrag beschließt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Heiligenstadt. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Einsetzung des 2. Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode. Hierzu liegen mir einige Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19572 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU in der Ausschussfassung auf Drucksache 19420 abzulehnen.
Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor, auch ein Novum, Herr Schnieder. Ich mache doch in der Form schon. Ich mache darauf aufmerksam, dass sich entsprechend unserer Geschäftsordnung Änderungsanträge grundsätzlich auf die einer Beschlussempfehlung zugrunde liegende Vorlage beziehen müssen und bitte, dies zukünftig in eigener Verantwortung zu beachten. Wir wollen hier keine zusätzliche GO-Debatte führen. Gleichwohl lasse ich zunächst über den Änderungsantrag auf Drucksache 19574 abstimmen. Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU? Das ist CDU-CSU, AfD und Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die regierungstragenden Fraktionen. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Enthaltungen habe ich keine gesehen. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksache 19572. Wer stimmt dafür? Zumindest die regierungstragenden Fraktionen, vermute ich. Ja. Wer stimmt dagegen? CDU-CSU, AfD und Linke. Enthaltungen sehe ich auch keine. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Zusatzpunkt 3, zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19573 mit dem Titel Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode, Aktenverluste aufgrund verzögerter Einsetzung verhindern. Wer stimmt für diesen Antrag? CDU-CSU-Fraktion, AfD und Linke. Wer stimmt dagegen? Die regierungstragenden Fraktionen. Enthaltungen? Nochmal. Also, wer stimmt für den Antrag? CDU, CSU, AfD und Linke. Wer stimmt dagegen? Dagegen stimmt offensichtlich niemand. Wer enthält sich? Die regierungstragenden Fraktionen enthalten sich komplett. Damit ist dieser Antrag angenommen. Damit ist dieser Antrag angenommen. Gut. Sie sehen meine Überraschung. Also, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel umgehend eine Evaluation sogenannter Agenda-Wissenschaften durch den Wissenschaftsrat beantragen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel wirklich jetzt zügig vorzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte zügig, weil das ist der letzte Tagesordnungspunkt. Zwischen uns und dem Abend steht dieser Platzwechsel. Ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, das ist eine Augenoperation geschuldet, hat sonst nichts zu bedeuten. Obwohl ich finde, die Brille steht mir.